Hallo. Der Herr segnet euch. Schön, dass ihr alle da seid. Vor 2000 Jahren ging einer über diese Welt, der hat von der Menschheit, von uns gezeugt, dass wir ein miteinander verwobener Organismus sind. Das habe die Konsequenz, dass was immer wir einem anderen antun, tun wir uns selber an. Ich bin du, du bist ich. Etwas Zweites hat er geoffenbart, enthüllt. Er sagte, wir, weil wir ein Menschenorganismus sind, wie ein Körper, wir können uns selber nicht leiten. Wir können uns selber nicht regieren. So wie du, wie dein Körper, nicht ohne deinen Geist in ihm sich leiten, regieren kann. So kann die ganze Menschheit sich selber nicht regieren, diese Körperschaft, es sei denn Gott, der diesen Körper geschaffen hat, bewohnt, lebt diesen Körper. Wir sind für ihn als seine Gestalt geschaffen worden. Das ist unsere Bestimmung. Wir, sein Körper, seine Gestalt, er der Geist, der uns lebt. Noch ein drittes hat er uns gelehrt und geoffenbart. Wann immer wir versuchen, uns selber zu regieren, menschlich, von uns aus, würden wir diabolischen Mächten verfallen, die uns irreführen, dem Abgrund entgegen. Diese Botschaft war so erschütternd, dass die Menschen erschraken und sagten, dann sind wir alle verloren. Was könnte hier der Ausweg sein? Er sagte, ich bin der Weg, bin der Ausweg zum Leben hin. Ich bin als König dieser Wirklichkeit, als König der Wahrheit in diese Welt gekommen, um euch in dieses Haupt, in den Vater zu führen. Ohne mich könnt ihr das nicht tun. Ich war dort, ich weiß, wie das läuft, menschlich ausgedrückt. Und ich werde euch dienen. Das hat uns Menschen nicht gepasst, diese Botschaft. Und wir nahmen ihn, haben ihn ans Kreuz geschlagen, ihn getötet. Nach 3 Tagen auferstand er vor unseren Augen. Sie sahen ihn, den Auferstandenen. Und da war das Entsetzen perfekt. Die Menschheit merkte, wir haben Gott im Fleisch gekommen, im menschlichen Fleisch gekommen, ans Kreuz geschlagen. Wir sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche und haben ihn gekreuzigt. Und schon bei diesem ersten Versuch, uns selber regieren zu wollen, sind wir diesen Abgründen, diesen teuflischen Mächten verfallen, vor denen er uns gewarnt hat. Um uns einen ewigen Denkzettel zu verpassen, was wir hier verkehrt gemacht haben, gab es von dieser Zeit an nur noch vor und nach Christus. Heute haben wir 2010 nach Christus, dass uns sowas nie wieder passiere. In seiner Güte fuhr Gott, der Mensch war, auferstanden ist vor unseren Augen zurück in die himmlische Realität und goss seinen Geist aus auf uns. Das war Pfingsten. Und dann sandte er seine Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und die brachten wieder dieselbe Botschaft. Sie lehrten uns, wir sind eine Körperschaft, ein Leib. Menschheit, du bist die Gestalt Gottes. Du kannst dich selber nicht regieren. Sie sagten, bekehrt euch, geht hin und geht mit dieser Königsherrschaft mit. Und sie, besonders Paulus, ergänzten, so oft wir versuchen würden, dieser Herrschaft Gottes auszuweichen, würden wir Spielball höllischer Mächte werden. Solange soll dieses Spiel an uns geschehen, bis dass wir einander lieben würden als uns selbst. Wir haben die Worte Jesu so übersetzt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer aber griechisch etwas kundiger ist und die geistliche Wirklichkeit kennt,
der liest dort, du wirst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Denn so lange werden wir erschüttert in diesem Kräftespiel zwischen höllischen und himmlischen Mächten, bis wir begreifen, wir sind schicksalsvereint. Alles, was du tust, tust du nicht deinem Nächsten, sondern wiederum dir selbst. Auch diese Apostel und Propheten haben wir verfolgt. So sehr in Bedrängnis gebracht, getötet, dass sie von sich selber zeugten, wir sind wie der Abschaum dieser Welt geworden. Wie auskehricht, kot, so hat man uns behandelt. Und die Menschheit riss die Herrschaft an sich. Ich kann das schon. Und jetzt schauen wir auf 2000 Jahre Tragödie zurück. Es ist geschehen. Den Abgründen nahe sind wir heute. Terrorismus geplagt. Kriegsgeschüttelt. Unzählige Kriege bis hin zu den zwei Weltkriegen haben uns gepeinigt. Wir kriegen es nicht in den Griff. Doch jetzt, 2000 Jahre später, nachdem wir in Eigenherrschaft erfüllt hatten, was Jesus und die Apostel voraussagten, wir haben die anstatt Christus Zeit erfüllt. Anstelle von Christus haben wir selber geherrscht. Wir haben alles globalisiert, weil es ist ja ein Organismus. Jetzt beginnen wir in unseren Tagen zu verstehen, dass Organismus unser Schicksal ist. Dass es wie bei diesem Bild ist. Wenn da einer daneben rudert, betrifft es plötzlich alle. Umzäumt von gefahrvollen Abgründen erleben wir heute, wenn unsere Politiker Misswirtschaft treiben, zusammen mit undurchschaubaren wirtschaftlichen Gremien und jetzt eine ganze Welt in eine finanzielle Schieflage gerät. Jetzt erkennen wir, dass Organismus unser Schicksal ist. Was die in Mexiko tun, in eigenherrlichem Wahnsinn, wenn sie im Meer bohren, und dann geht es schief und eine Ölpest geht in Mexiko über die ganzen Meere, erleben wir plötzlich Organismus als unser Schicksal. Wenn wie kürzlich versucht wurde, über 70 Kilogramm schweinepestverseuchtes Impfmaterial in die Völker zu spritzen, erleben wir plötzlich Organismus unser Schicksal. Es gibt aber Organismus unser Schicksal nicht nur in negativer Seite. Als dieser bekannte Pharmakonzern diesen Anschlag unternahm, war einer da, der hat das entdeckt. Einer da, der für die Wahrheit eintrat. Mit dem haben wir uns solidarisiert. Viele haben sich solidarisiert. Es gab eine organische Gegenbewegung, die das auffliegen ließ. Und sag mir, wo ist die Schweinepest plötzlich hingekommen? Man kann sich organisch, synergisch bewegen, das ist unsere Chance, die einzige, die wir haben. Und deshalb sind wir heute hier, um diese Botschaft zu verkündigen. Jetzt ist die Menschheit dahin gekommen, dass die Zeit reif ist, dass sie versteht, Organismus ist unser Schicksal. Wir können einander nicht ausweichen. Auch wenn jetzt weltweit die Atomwerke, die neuen, wie Pilze aus dem Boden schießen, da gibt uns Tschernobyl eine laute, warnende Rückerinnerung daran, dass all diese Atomkraftwerke unser Schicksal sein werden. Wenn jetzt die Feuer toben in Russland diesen AKWs entgegen, es wird unser Schicksal sein, alles was wir machen. Also hatte der Herr doch recht. Seht ihr, und jetzt kommt die Zeit, wo man sagen wird, ah ja, klar, wir sind alle ein Organismus. Das wussten wir schon immer. Das lebten wir schon immer. Diese Zeit ist jetzt angebrochen. Aber damit die Menschheit und allem voran die Christenheit nie vergessen soll, dass wir es nicht immer wussten und nicht immer hatten, eröffne ich dieses Oratorium mit einem Lied, mit einem heiligen Vorwurf. Damit das nie vergessen geht, hatte seinerzeit Moses ein Lied gesungen, das davon handelte, wie untreu Israel seinem treuen Gott werden würde. Ein Blick voraus. Mein
Lied geht 30 Jahre zurück. Das, was die Menschheit, die Christenheit 2000 Jahre in der Theorie widerstanden hat, das haben wir, sind wir Zeugen geworden, wie sie uns in der Praxis 30 volle Jahre aufs Vehementeste widerstanden haben. Also komme nie später, wenn sich das jetzt durchsetzt und das Leben als Organismus zum Normalen, zum Alltag gehört, soll nie vergessen werden, das war nicht einfach immer, das haben wir 30 Jahre erkämpft. Dieses Lied, das ich singe, könnte leicht 1000 Strophen haben. Ich möchte euch aber nur drei oberflächliche Inhalte streifen, bevor wir dieses Oratorium mit Liedern beginnen. Drei oberflächliche Hinweise, damit uns klar wird, was wir da getan haben, damit ab diesem heutigen Tag sich etwas ändert. 30 Jahre, so könnte ich singen, hast du mir widerstanden, o Christenheit, der Predigt von der freudigen, gehorsamen Unterwerfung unter die Herrschaft Gottes. Du nanntest das verächtlich Gesetzlichkeit. Das tatest du aber nur, weil du das Mitfließen, das Wellenreiten mit der Herrschaft Gottes nicht kanntest. Hast du gewusst, dass die Herrschaft Gottes in Herrlichkeit ergeht? Oh, du hast es nicht gewusst. Hast du gewusst, dass es wie beim Wellenreiten ist, dass der Geist Gottes kommt und wir können mit ihm mitfließen, er trägt uns? Und je schwieriger, je höher seine Ansprüche an uns sind, je höher die Wellen seiner Herrschaftsbekundungen sind, desto mehr haben wir unsere helle Freude daran. Mit ihm mitzugehen, je schwieriger es ist, desto cooler, wie der Wellenreiter in Haiti. Je höher die Wellen, desto cooler. Je schwieriger, desto freudiger, desto spannender. Aber das hast du nicht gekannt. Und darum hast du es die gehorsame Unterwerfung, verächtlich, Gesetzlichkeit genannt. Das hast du getan. Hast diese Theorie nicht in die Praxis zulassen wollen. Die Frucht der Verwerfung der letzten Jahrhunderte baden wir jetzt aus. Wir wollten uns nicht maßregeln lassen, gesetzlich. Ich nehme nur ein Beispiel. Keiner soll mehr in die finanzielle Lage hineinsprechen. Mir durfte der Herr das. Seit 30 Jahren diene ich unentgeltlich. Den Übrigen durfte das nicht. Wir ließen daher die Verfehler aufkommen. Wir sagten, was ich finanziell mache, das geht den anderen nichts an. Du machst wie du willst, ich mache, wie ich will. So ließen wir die Verfehler aufkommen, die nichts als Profitgier im Kopf haben, in Politik, in Wirtschaft, in Religion, in Philosophie, überall dasselbe. Und heute haben wir eine Schweiz, ich gehe jetzt heute mal ein bisschen von der Schweiz aus, heute haben wir in der Schweiz Staatsschulden von pro Kopf über 30.000 Franken. Hast du das gewusst? Das wird jetzt unser organisches Schicksal sein, weil wir dachten, es geht mich ja nicht an. Eine profitsüchtige, eine konsumsüchtige, eine Spiel- und Spaßgesellschaft ist es, was wir aufkommen ließen, weil wir die freudige Unterwerfung unter Gottes Herrschaft rechtlich Gesetzlichkeit nannten. Wenn wir nach Deutschland schauen, wird es ein bisschen schwieriger. Die haben nebst 3 Millionen sogenannt privat verschuldeten Haushalten pro Kopf 22.000 Euro Staatsschulden. Denke aber nicht, dass das dort stehen bleibt. Das Schicksal geht weiter. In Island ist jeder Bürger pro Kopf mit über 500.000 Euro verschuldet. Siehst du? Organismus, unser Schicksal. Wir haben immer so gelebt, als könnte man Theorie und Praxis voneinander trennen. Jetzt werden aber dieselben Leute, wenn nicht ein Wunder geschieht, dass wir organisch eine weltweite Amnestie, eine Befreiung von der Geißel des Geldes bewirken, wenn wir nicht organisch diese Schulden erlassen, dass es Geld gar nicht mehr gibt, dass es nur noch Dienst gibt und Liebe, dann werden dieselben Leute, die uns jetzt in dieses
Finanzdebakel hineingeführt haben, auf die Idee kommen, euch nun zu zeigen, dass ihr der Staat seid. Weil das seid ihr nämlich. Dann werden eure Häuser, eure Abbezahlten plötzlich neue Hypotheken haben. Eure Felder, die ihr besitzt, werden mit Hypotheken belegt. Ihr werdet Schuldscheine bekommen. Ihr seid schuldig, ihr werdet Sklaven sein. Hier in der Schweiz sind wir im Paradies. Obgleich es so schrecklich aussieht, dass wir 30.000 pro Kopf, jedes Kind hat Schulden. Schau, warum die EU so begeistert ist von der Schweiz, warum sie uns so liebt. Die EU-Länder sind im südlichen Teil allem zuvor dem Staatsbankrott nahe. Griechenland, du hörst es, Organismus ist zu unserem Schicksal geworden. Es wird unser Schicksal sein. Ich sage, das sind die Früchte, weil wir die Herrschaft nicht dem geben wollten, der uns geschaffen hat. Was für ein Hochmut, was für ein Wahnsinn. Das war nur eine Strophe. Du hast auch 30 Jahre Christenheit der Predigt, der praktischen Heiligung widerstanden. Bis aufs Äußerste. Du nanntest das verächtlich Perfektionismus. Praktische Heiligung als Perfektionismus zu bezeichnen, ist unser Untergang. Das tatest du aber nur, weil du die dynamische Kraft des Blutes Jesu nicht kanntest. Du kennst nur die Apolytrosis, das loskaufende Blut Jesu. Aber du kennst nicht die Aphesis, die freimachende Kraft Gottes, die uns Hoffnung gibt. Egal wie kaputt wir sind, wie verseucht, wie versklavt, es gibt Befreiung, Loslösung, Verwandlung. Weil du das nicht gekannt hast, hast du es verfolgt und ließest auch hier die Verfehler aufkommen. Um es wieder nur mit einem knappen Beispiel zu erwähnen, was das ist. Du sagtest dir beispielsweise, was du isst und ich esse, das geht dich nichts an und mich geht es nicht an. Was du genießt und ich genieße, das hat aufeinander keinen Einfluss. Und so sind wir zu einer suchtbelasteten Menschheit ohne Hoffnung geworden. Weil die Botschaft nicht da war, es gibt Veränderung. Im Gegenteil, dass wir Christen gepredigt haben, im Himmel dann, da unten gar nichts, haben wir jetzt alkoholverseuchte Völker mit teils über 50% Alkoholikern, Schwerstalkoholikern wohlverstanden. Medikamentensüchte, Sexsüchte, Spielsüchte, Genusssüchte, Gefühlssüchte ohne Ende. Und durch diese Süchte kommt Krieg, kommt die Brutalität. So sind als unser organisches Schicksal nun zurückgeblieben bei uns in der Schweiz überfüllte Gefängnisse. Über 70% Ausländer, um das nebenbei zu sagen. Und das bezahlen wir jetzt als organisches Schicksal. Das ist die Konsequenz ausgebliebener Heiligung. 2 Millionen Franken jeden Tag bezahlen wir jetzt für unsere nur Gefängnisinsassen. Hier gäbe es Listen aufzuzeigen, dass es gar kein Ende nimmt. Das übermäßige Leben, das nicht maßgeregelte Leben, weil man sich nicht maßregeln lassen möchte, hat dazu geführt, dass beispielsweise in Deutschland über 40% chronisch kranke Menschen leben. Ich habe die Statistiken nicht in allem finden können von der Schweiz, aber da sich alles sehr ähnelt, kann man davon ausgehen, dass es bei uns auch nicht viel besser steht. 1988 waren es noch weniger als 1% chronisch Kranke, heute 40%. Wir haben 300 Millionen Diabeteskranke. Wir werden sie als unser Schicksal gemeinsam tragen. Bezahlen heißt das im Klartext und pflegen. Deutschland hat allein 10 Millionen Zuckerkranke. Aber man sagt sich, ich lasse mich nicht maßregeln, das ist Perfektionismus. Mein Bauch gehört mir. Wir treiben die Kinder ab zu Millionen. Wir haben vergessen, dass sich all das als unser organisches Schicksal auf uns zurückbewegt. Denn das Ausbleiben von Leibesfrucht bedeutet
Du hast keine Nachkommenschaft, die dich trägt. Das Töten der Kinder im Mutterleib. Und alles Übrige schlägt sich auf den Krankenkassen nieder. Hast du gewusst, dass wir in der Schweiz infolge der Übermäßigkeit, man könnte es nicht Heiligung nennen, mittlerweile jeder fünfte Schweizer psychisch angeschlagen ist? Das ist nur Statistik, das ist ohne Dunkelziffer. Jeder fünfte Schweizer ist entweder stark oder irgendwie psychisch krank, betroffen. Sag nicht, die Welt ist in Ordnung. Hör auf damit, es stimmt nicht. Es betrifft 78% unserer Krankenkosten, die nur psychisch Kranke betrifft. Und das nimmt pyramidal zu, verdreifacht in den letzten paar Jahren. Bezahlen wir mit Unsummen Geldes. Wir werden die Krise pur haben, weil Organismus eine Realität ist. Er ist unser Schicksal. Eine dritte Predigt, die wir verworfen haben. 30 Jahre hast du der Predigt widerstanden von der Verbindlichkeit. Du nanntest das verächtlich Sektiererei. Du kannst es in so vielen Zeitungen lesen. Aber das tatest du nur, weil du die Chance von Organismus, unser Schicksal, nicht kanntest. Weil du die Herrlichkeit der Schicksalsvereinigung nicht kanntest. Darum hast du es Sektiererei genannt. Und jetzt ist die Frucht, dass wir ein unverbindliches Völkerleben haben. Schau jetzt, was passiert ist. Verbindlichkeit, Sektiererei. Nun, die Ehemänner verlassen ihre Ehefrauen. Die Ehefrauen verlassen ihre Ehemänner und Kinder. Jede zweite Ehe wird heute aufgrund Unverbindlichkeit geschieden. Sie laufen weg. Wo schlägt sich das nieder? In unseren Staatskassen. Jedes dritte Kind kommt unehelich zur Welt. Jeder vierte Bürger hier in der Schweiz ist ein Ausländer geworden. Man läuft aber nicht nur der Familie weg in Unverbindlichkeit, man läuft der Arbeitsstelle weg. 6 Millionen allein im letzten Jahr in Europa. Geht uns das nichts an? Oh doch. Sie haben nicht alle die Arbeit verloren. Sie haben entdeckt, dass man von Sozialkassen ganz gut lebt. Das ist unser Schicksal jetzt. Das wird uns aufgebürdet. Denk nicht, dass du dem entfliehen kannst. Die erste Handlung Barack Obamas, unserer Vorbildnation, ich will diese Vorbildnation des Bösen, des Üblen nennen, die erste Amtshandlung, verbindliche Krankenkasse, alle müssen damit bezahlen, heißt das. Keiner kann mehr entfliehen. Der sich ein Leben lang geheiligt hat, von Brosamen gelebt hat, von Gemüse, bezahlt jetzt diesen hier, der todkrank nicht mehr kann. Sie haben zu wenig Geld, darum müssen jetzt alle reingebunden werden. Das wird die Nummer sein, die jetzt über diese Welt kommt. Du wirst merken, alles, was wir nicht getan haben, kommt auf uns zurück als organisches Schicksal. Wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir unser Alter verbringen, denn die Rentenkassen sind leer. Die Kosten steigen und steigen, weil wir nicht begriffen haben, ohne Herrschaft Gottes und selber regieren. Jesus hat gesagt, wir werden Kräften des Bösen, des Zerfalls anheimfallen, die uns bis zum letzten Hemd ausziehen und schließlich versklaven werden. Darum, wo ich jetzt mein Lied, meinen heiligen Vorruf singe, ich fasse das zusammen, was wir brauchen. Ihr könnt euch schon mal langsam auf die Füße stellen. Was wir brauchen, ist eine Demonstration, dass die Herrschaft Gottes so gut ist, wie Jesus es uns gelehrt hat. Wir brauchen die Demonstration eines Organismus, eines organischen Volkes, wo man die Frucht sieht. Was wir wieder brauchen, sind Früchte. Wir brauchen wieder liebe Kinder. Nur um einige kleine Beispiele zu nennen. Gehorsame Kinder. Kinder, die mit Freude gehorchen. Kinder, die das Alter wieder ehren. Kinder, die wieder Respekt haben vor den Eltern. Kinder, die nicht nur immer an sich denken, sondern die ein Gesamtbewusstsein haben, die gesamtheitlich denken lernen. Lernfreudige Kinder. Was wir wieder brauchen, sind Ehen, die von göttlicher Harmonie strotzen, von früh bis spät. Was wir brauchen, ist nicht immer mehr Wissen, wie man Krankheiten heilt. Wir sehen, dass das Gegenteil passiert.
Wir brauchen immer mehr Wissen, wie man Krankheiten vermeidet, wie man gar nicht erst krank wird. Nicht immer mehr Wissen, wie man aus allem und jedem ein Geschäft machen kann und Geld abzocken kann. Wir brauchen immer mehr Wissen, wie man umsonst aus Liebe Freund und Feind dient. Haben wir das gut gehört? Was wir brauchen, ist ein lebendiger Katalog für die Menschheit, dass diese Hölle, die hier unten am Aufbrechen ist, einen Himmel gegenüber hat. Nicht nur Feuer da ist, sondern auch Wasser, um es wieder zu heilen, zu löschen. Eine Demonstration, dass es doch besser ist, das, was Jesus gesagt hat. Und wenn ihr all das heute und hier nicht an uns sehen und erleben könnt, alles, was ich gesagt habe, und ich hoffe noch viel, viel mehr, dann bitte ich euch, setzt eure Suche fort. Denn ich weiß, ihr alle seid am Suchen. Dann sucht woanders weiter. Geht an uns vorbei. Wenn aber all diese Dinge, und ich hoffe noch viel mehr, an uns sichtbar sind heute, laden wir heute ein, euch alle, kommt mit in dieselbe Verbindlichkeit, in der wir stehen. Wir sagen, es ist das Leben pur. Es gibt nichts, was uns mehr begeistern könnte. Aber jetzt singe ich das heilige Vorwurfslied, damit nie vergessen wird, wir hatten das nicht schon immer. Jahre lang hast du widerstanden, hast du mir widerstanden, o du Christenheit. Du beugtest nie die Knie, dir war's Krampf, dir war's Mühe, doch heut mach damit Schluss. Mit Sehnsucht folge jetzt meinem Wort. Auch ich und ich bin auch du. Glaub's und füg ab heute auch die Praxis dazu. Wer alles weiter leugnet, der kommt dann frontal. Sei Organismus, ist unser Schicksal. Sieh, wir alle sind zusammen ein Ganzes. Wir sind eins in allem, egal was wir tun, sei's gut nun oder schlecht, es trifft immer alle, du begreifst, wir sind Gott einverleibt. Wir sind geistig und psychisch vereint. Komm und beuge dich, nimm gern unsere Botschaft an, nimm sie jetzt gleich an, wart nicht ab bis zum Schluss, denn Gott, er ist es wert, dass wir in ihm wandern, Christus in uns nur, er ist unser aller Leben pur. Du bist auch er und er ist auch du. Glaubst und fügt ab heute auch die Praxis dazu. Wer alles weiter leugnet, der kommt halt frontal. Sei Organismus, er ist unser Schicksal. Nur dem Körper nah leben wir als Getrennte, doch niemals nach der Seele, niemals nach dem Geist. Zusammengesinnt hat Gott uns erschaffen, unzertrennlich und nie für uns selbst. Ich für dich, du für mich, wir für ihn. Thank you.
du heut nach Hause gehst. Wir lebten Lüge pur, ich und du gab's noch nie. Denn wir sind alle eins, Gott in uns wie in ihm. Drum beug auch du die Knie, ich und du getrennt gab's noch nie. Du und ich getrennt gab's noch nie. Wir sind auch er und er ist auch wir. Glaub's und leb ab heute, auch die Praxis sind hier. Wer alles weiter leugnet, der kommt dann frontal. Sei Organismus, er ist unser Schicksal. Eins in Gott sind wir, eine neue Schöpfung. Christus wächst zur Fülle in uns jetzt heran. Zusammen bilden wir eine feurige Mauer, eine teufelsfreie Zone des Herrens. Eine todesfreie Zone des Heils. Dann möchten wir mit diesem Oratorium mit einem Experiment beginnen. Darf ich 9 aus eurer Mitte bitten, mal so schnell als möglich nach oben zu kommen? Wir möchten euch etwas über Führungsfrage veranschaulichen. Denn bevor Gott seinen Organismus, seine Gestalt, seinen Körper leben kann, müssen wir uns einig sein über Führungsfrage. Wer führt diesen Organismus? Und es gibt hier die widersprüchlichsten Auffassungen. Ich möchte 4 davon nennen. Die erste, vor allem christliche Auffassung, wenn es um Führung geht: Es darf keine dominante Führung geben. Das Typischste, was das Christ lehrt. Kein Mensch darf irgend dominant werden, sonst ist es ein Papst. Eine zweite Meinung, die kommt vor allem aus dem weltlichen Bereich, wo man Gott nicht kennt, da sagt man, Führungssache ist nur Sache des Menschen, Gott wird das nie erledigen, wir müssen das machen hier unten. Es braucht nur menschliche Führung. Dritte Auffassung, die stärkste christliche, wenn es um Führung geht, ist diese Meinung, ist nur die Bibel zuständig, nur die Heilige Schrift und die Schrift allein. Alles andere ist vom Teufel. Die vierte Meinung revidiert das ein bisschen, kommt auch wieder eher aus dem christlichen Bereich, die sagt, nein, es braucht Wort und Geist, die Schrift allein, die Heilige Schrift, die Bibel genügt nicht. Wir brauchen auch noch den Geist Gottes dazu. Eine fünfte werde ich jetzt noch nicht ansprechen, das ist dann die Sichtweise der OCG, die möchte ich dann am Abschluss dieses Experiments beifügen, damit wir das gut einander gegenüberstellen können. Ich habe euch hier eine Ersatzgalerie mitgebracht. Bitte nach oben kommen, direkt. Meine Kinder werden euch da mal einschnallen. Vielleicht die Kamera richtet mal einen Blick drauf. Ich wollte so eine Galerie mitbringen, hat hier keinen Platz. Das haben die Kinder und die Frauen haben so ein Ersatzgalerienboot geschaffen. Hier werden wir jetzt schicksalsverschlauft. Noch nicht ganz verwachsen, nicht ganz verwoben, wie wir das in Tat und Wahrheit sind. Das sind 2 G-Bretter, die simulieren jetzt, mit dem machen wir jetzt ganz simple Tests, um über Führungsfragen nachzudenken. Also meine Idee ist, bevor wir nicht begreifen, du bist ich und ich du, hat eh alles keinen Wert. Aber wichtiger noch ist, dass wir begreifen lernen, wie der Organismus, dieser vereinigte, zusammengewachsene Organismus funktionieren muss. Also jetzt sind wir hier verschlauft miteinander, wir sind jetzt bildhaft ein Organismus geworden, jetzt machen wir Test Nummer 1 und prüfen, ob diese Lehre, diese Meinung, diese Ansicht stimmt. Es braucht keine dominante Führung. Wir reden jetzt ganz praktisch von euch.
Was ihr jetzt machen müsst, keiner von euch darf irgendwie dominant werden auf diesem Brett. Ja? Keiner darf dominant werden, aber ich sage jetzt einfach schlicht, kommt jetzt zu mir. Lauft einfach diese 2 Meter zu mir, kommt. Ihr alle habt 2 Beine, es braucht keine dominante Führung, sagt man. Ihr könnt denken, ihr könnt lenken, kommt zu mir, einfach jetzt. Kommt, kommt, was wartet ihr, kommt. Es geht nicht. Das war jetzt echt schweizerisch, es geht nicht. Wie lange wollen wir Ihnen Zeit geben? Ihr seht ein, dass es keinen Sinn macht, bis abends zu warten, oder? Also, Experiment 1 würde ich jetzt folgendermaßen zusammenfassen. Wie in aller Welt kommen wir auf die stumpfsinnige Idee, dass es keine dominante Führung braucht. Jeder von denen hat 2 Beine, nicht 1 Millimeter haben sie gelaufen. Es sind 9 Menschen, schicksalsverwoben auf einem Brett, auf 2 Brettern. Nicht 1 Millimeter, wie wollen wir es da mit 7 Milliarden hinkriegen, wenn nicht irgendeine Dominanz da ist? Können wir folgen? Was für ein Wahnsinn! Wie kommen wir bloß auf so eine Idee? Gehen wir zum 2. Experiment. Ihr ruft einfach, wenn ich zu schnell bin. Ich möchte nur nicht unnötig in die Länge ziehen. Experiment Nummer 2 heißt, es braucht nur menschliche Führung. Und ich möchte auch hier zeitsparend etwas zu bedenken geben. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendjemand von euch das Kommando gebe, könnte es sein, dass der da was in Bewegung bringt. Aber ich möchte mir die Zeit sparen und euch sagen, warum ich das für einen absoluten Irrsinn halte. Solange Menschen am Ball sind, kannst du andere Menschen gewisserweise dressieren, aber du kannst nie ihre Herzen wirklich verändern. Ich habe Schicksalsgemeinschaft, Organismus, unser Schicksal gelernt, indem ich 15 Jahre zusammengeschweißt wurde. Es war so eine hohe Welle von Gott, so eine spaßige, weißt du. Ich hatte mit Freude mein Leben schicksalsverbunden mit den untersten Schichten der Gesellschaft, also psychisch Kranke jeder Art, Alkoholiker, Drogen, alles, was nicht mehr konnte, habe ich mit ihnen in einem Haus gelebt, um Organismus zu studieren. Ja. Und wir bekamen sie dahin, dass wenn wir als Team, wir waren vielleicht 7 gegenüber 20, wir konnten diese Leute Tag und Nacht coachen und sie so schlecht und recht wieder gesellschaftsfähig hinkriegen. Das war aber so, wie wenn du einem schwachen Rücken ein Korsett umziehst und fest anschnallst, damit er schön stark läuft. Ja. Solange wir jedem immer ständig sagten, was er zu tun hat, in gewisser Weise, ging das einigermaßen. Und dann wurden wir müde. Alle wurden müde. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr konnten, ist es bei den anderen übergeschäumt. Versteht ihr? Menschliche Führung ist der bare Wahnsinn, weil du müsstest bei jedem Menschen einen Führer haben, der ihm ständig sagt, was er zu tun hat. Und da ermüdest du in dem Moment, fällt der andere wieder zurück. Er wird noch schwächer. Wir müssen die Menschen in eine Mündigkeit führen können und das kann der Mensch alleine nicht. Darum erspare ich mir dieses Experiment und widerspreche auch vehement diesen Behauptungen, die auf uns zeigen und sagen, ihr wollt die Menschheit irgendwo hinführen. Habe ich keinen Bock drauf, wie man so schön sagt. Ja? Experiment Nummer 3, seid ihr so einverstanden oder wollt ihr ein Experiment haben? Ich möchte einfach zu eurem Herzen reden, dass wir von diesen Dummheiten ablassen. Menschliche Führung ist die Gefahr schlechthin. Da haben wir jetzt bewiesen, jahrtausende lang, wohin wir es gebracht haben. Experiment Nummer 3, vielleicht kann jemand, die Noemi, vielleicht teilst du mal die Schrift aus. Experiment Nummer 3 heißt, allein die Schrift, dies ist typisch christlich, haben wir zuletzt diese Tage wieder gehört mit deftigem Vorwurf. 30 Jahre haben wir uns widerstanden, mir widerstanden, hat gesagt, was du lehrst, das ist Sektiererei, das geht nicht. Allein die Schrift und nochmal die Heilige Schrift, das ist die Christenmeinung. So wird geführt, jeder kann die Schrift lesen, jeder kann sie tun und wenn wir es tun, dann funktioniert das. Jetzt habe ich eine Schrift entwickelt, die klingt so. Ich habe mir, ihr könnt es dort lesen, vielleicht, das ist wahrscheinlich zu klein, ich lese mal vor. Ich habe Kolosser 3,15 zur Grundlage für dieses Experiment genommen, wo es heißt, und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Hinein in diesen seid ihr ja schließlich auch berufen worden als ein in sich einiger Leib. So ist es im Griechischen zu entnehmen. Der Friede Christi leitet eure Herzen. Ihr seid schließlich in diese Einheit der Wahrnehmung als einiger Leib berufen. Dieses Wort habe ich jetzt abgewandelt in einen neuen Text, der jetzt aufs Brett passt, auf diese Übung, auf dieses Experiment. Und dann heißt es so,
Ich habe anstelle des Friedens Christi, der uns leitet, einen Friedensklang mitgebracht. Den haben wir in unseren Studios produziert. Dann heißt es jetzt, der Friedensklang aus der Lautsprecherbox, leite eure Schritte nach rechts, links, vorwärts und zurück. Hinein in diesen Gleichschritt seid ihr schließlich auch berufen worden, als ein sich einiger Leib. Das ist jetzt die, versteht ihr das, die Übertragung von dem Bibeltext in die Praxis, in ein ganz einfaches Strickmuster von Experiment. Habt ihr das mal soweit verstanden? Jetzt geht's so. Und so geht es, heißt dann nachher beim Text, ihr könnt gleich mitlesen. Kommt der tiefklingende Friedenston von vorn oder von hinten, geh gleichzeitig mit deinem rechten Fuß beginnend mit ihm mit. Während dem jeweils darauf folgenden höheren Friedenston ziehe den anderen Fuß nach. Mal ganz simpel, ich mache das kurz vor. Es kommt also ein tiefer Ton und ein hoher Ton, so ein Friedenston. Tiefer Ton ist immer rechtes Bein, also dü, dü, dü. Und dasselbe, wenn er von hinten kommt, beginnst du wieder mit rechts. Dü, dü, klar? Und dasselbe, wenn er von da drüben kommt, ist einfach immer das näherliegende Bein, ist der tiefe Ton. Dü, 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 dü. So simpel, ja? Könnt ihr das Experiment starten? Gut, ich sage, Experiment start jetzt. Was macht ihr? Es ist doch kein Ton. Kein Ton. Jetzt schau mal kurz auf eure Uhr, ich hätte es vorher sagen sollen. Kein Ton. Wieso Ton? Das ist die Schrift, liest die Schrift. Schrift allein. Hat jemand das einzuwenden? Ist es nicht so? Wenn doch die Schrift sagt, und der Friede Christi leite eure Herzen, der Friede Christi ist in allem drin. Wie verfolgt man uns 30 Jahre lang, wenn wir das ausleben und sagen, der Friede Christi ist eine wahrnehmbare Bewegung Gottes unter uns. Und wir sagen, dieser Friede, dieser göttliche Friede ist unsere Leitungsinstanz. Er ist in jedem Wort drin. Er begleitet jede Tat. Ist sie nicht aus Gott, ist auch kein Friede drin. Jede Tat, jedes Wort, jede Begegnung, jeder Zeitpunkt, jedes Maß, jede Örtlichkeit, überall ist der Friede drin, predigen wir und wir bekommen vehementeste Verfolgung, weil es heißt, das ist Sektiererei, die Schrift, die Schrift, die Schrift allein. Das war jetzt die Schrift allein. Versteht ihr? Wie kannst du sagen, die Schrift allein, und wenn die Schrift sagt, der Friede Christi leitet euch, darf es dann keinen leitenden Frieden geben, keinen verbindlichen? So stumpfsinnige Dinge machen wir. Und seht ihr, was der junge Mann hier in genau 3 Sekunden auf den Punkt hat, wo ist der Ton? Wieso brauchen wir über 30 Jahre, bis die Christenheit sagt, wo ist der Friede? Wenn doch die Schrift sagt, hier steht geschrieben, Friede, wo ist er denn? So hätte das laufen sollen. In genau 3 Sekunden hätte das so laufen sollen. Experiment 3 abgeschlossen, okay? Was für ein Stumpfsinn, sagt nie mehr die Schrift allein, die Schrift hat gesagt, und der Friede Christi. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Jetzt kommt wieder eine Meinung ins Spiel. Und die sagt, Wort und Geist, das ist ja revisionsbedürftig. Verstehen wir jetzt, warum? Ja, es braucht den Klang, könnte man auch sagen, ist ein Friedensklang und die Schrift. Machen wir also das Experiment, lest jetzt die Schrift, so wie ihr sie habt, lest sie und befolgt sie. Und ich bitte nun das Ganze mit Wort und Geist, Experiment Nummer 4. Mein Sohn hat den Friedensklang jetzt auf der Schulter. Ihr habt die Schrift und ihr habt die Kraft. Der Geist wirkt. Ich höre ihn. Ich sage, ich höre ihn, ich spüre den Frieden. Spürst du ihn auch? Wer spürt alles den Frieden? Hört ihr den Ton? Seid ihr Zeuge, dass der Ton hier ist? Winkt mal alle, die den Ton hören. Schaut mal, wir bezeugen, der Friede ist hier, ihr habt die Schrift und den Frieden. Kommt, kommt. Schrift lesen, noch mehr Bibel lesen, vielleicht noch mehr beten. Okay, ich glaube, wir schalten hier wieder ab. Experiment Nummer 4 will Folgendes verdeutlichen. Das war jetzt Schrift und Kraft. Sie können genau lesen, was geschrieben steht. Ist simpel, einfach, habt ihr gehört, ja?
die Anweisung ist simpel, einfach und sie haben den Ton, aber warum funktioniert es nicht? Ich will euch zeigen, warum es nicht funktioniert. Schaut mal, vielleicht mit der Kamera, geh mal ein bisschen näher an die Füße, schau mal, was das Problem ist. Das ist wieder nur versinnbildlich mit 9 Menschen anstelle von 7 Milliarden. Versteht das bitte. Seht ihr, dass jeder in eine andere Richtung schaut? Jeder ist anders angeschnallt. Was für den einen vorne ist, ist für den anderen hinten. Wenn wir die Bibel lesen, sagt er, für mich ist das hinten. Der andere sagt, für mich ist das hinten. Oder? Was für den einen rechts ist, ist für den anderen links. Und das ist nur stellvertretend für in Realität über 360 Grad verschiedene Sichtweisen, wie die Menschen so eingespurt sind. Und seht ihr genau, hier kommt die OCG ins Spiel. Ich habe gesagt, die fünfte Meinung spare ich mir zum Ende des Experimentes auf. Weil die fünfte Weise heißt, Gott hat die Schrift gegeben, da stimmen wir 100% überein, die Heilige Schrift, ich übersetze sie derzeit vom Griechischen neu ins Deutsch, wirklich vom Griechischen, nicht abgeschrieben von anderen deutschen Übersetzungen zusammengefasst. Also, die Schrift, ich bin überzeugt, die Schrift ist die Grundlage und ich bin überzeugt, eben der Geist Gottes ist der, der von der Schrift gesagt wurde, er kommt, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten, aber damit hat sich's nicht, denn die Schrift sagt noch ein drittes. Die Schrift sagt, und Gott sandte ihnen Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, dass sie vollkommen werden, dass dieser Organismus unter Gottes Herrschaft vollkommen werde. Könnt ihr das verstehen? Wie kann man uns 30 Jahre widerstehen mit dieser Botschaft, wo doch die Schrift sagt, Gott sandte, ja? Wo doch die Schrift selber von Diensten gegeben wurde. Also es braucht die Schrift, es braucht die Kraft Gottes und es braucht den Dienst, den Gott sandte. Die Bibel wurde durch einen Dienst gegeben und er beginnt mit dem Evangelistendienst. Der sagt, jetzt bekehrt euch mal, jetzt richtet euch mal, werdet euch mal eins in der Frage, wer herrscht. Und da geht es jetzt, bekehrt euch jetzt mal, jetzt schnallt euch mal alle so an, dass ihr zu mir hinschaut. Das ist Bekehrung. Siehst du, jeder muss von seinem individuellen Blick wegschauen. Man einigt sich, man muss das, darum sage ich, die Grundfrage ist die Herrschaftsfrage. Wer ist Herr? Die OCG kommt daher und sagt, wir standen in der Herrlichkeit Gottes, wir haben die Führungsinstanz Gottes als der Friede Gottes erlebbar, nicht wie die Welt ihn hat, sondern wie Christus ihn gibt, haben wir gefunden und wir richten uns nach diesem Frieden, bekehrt euch in diese Königsherrschaft dieses Friedens, denn das ist der Anbruch des Friedensreiches, auf den wir schon so lange warten. Es ist der praktische, wahrnehmbare Friede Gottes in Kraft, gegenwärtig unter uns, dass du und ich dasselbe leben können. Jetzt seid ihr hier, seht ihr? Jetzt um ein Experiment abzukürzen, dass es nicht unnötig in die Länge geht, ich könnte jetzt zeigen, dass es allein mit dem Evangelistendienst nicht sehr weit her ist, weil der Evangelistendienst hat jetzt alle bekehrt. Ja, wir machen vielleicht doch das kurze Experiment. Kommt mal mit dem Ton, mach mal einen. Ich zeige euch, was das Problem ist, wenn wir jetzt beim Evangelistendienst stehen bleiben. Macht, was geschrieben steht. Okay, dann habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Okay. Ja, das ging schon ein gutes Stück. Aber ich habe jetzt was gemacht, damit ihr gemerkt habt, was das Problem ist beim Evangelistendienst. Jetzt sind alle bekehrt, sie kennen alle frischen Frieden und sie gehen. Das ganze Schiff beginnt in Bewegung zu kommen. Das Problem ist aber, es gibt dann immer mehr solche, die mit der Zeit so an der Reling stehen und ins Gespräch kommen und nicht gehen, verstehst du? Mit der Zeit beginnen die wieder so zu stehen, schau mal diese schöne Aussicht, nicht? Und findest du nicht auch der anderen diese und dann beginnen, wenn nur ein paar hier zu reden beginnen, steht das Ganze wieder still. Und so war es. So war es in der Kirchengeschichte. Man ist wieder stillgestanden, die Evangelisten haben ihren Dienst getan und darum sandte Gott Lehrer, Propheten, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten. Und das ist klassisch, wie wir es zusammenfassen, mit einem Bemessungsdienst verbunden. Der Bemessungsdienst ist der Dienst, dass wenn das Schiff nicht mehr läuft, wenn dieses Schiff nicht mehr tut, wenn es wieder stillsteht, wir müssen die Leute, die Menschen dahin bringen, dass jeder Einzelne, jedes Glied an diesem Organismus organisch verstehen lernt, was der Geist tut.
den Geist Gottes wahrnimmt, dass er präzise mitgehen kann mit dieser Bewegung. Versteht ihr das? Bemessung heißt, jeder muss unabhängig, frei der Herrschaft des Friedens Gottes verbindlich leben können. Er muss sie wahrnehmen, er muss sie verstehen lernen. In der Bemessung lernen wir einander gegenseitig, wie man diesen Frieden ganz genau unterscheidet von Scheinfrieden, dass das immer wieder ausgerichtet wird, dass alle, die wieder quer stehen auf dem Brett, sich selber neu ausrichten können. Nicht ich sage, wieder bekehr dich und bekehr dich wieder, sondern wir lernen in der Bemessung selbstständig die Richtung beizubehalten. Und somit herrschen alle und es herrscht niemand. Versteht ihr? Es herrscht nur einer. Es herrscht der Herr, der diesen Leib gemacht hat, durch seinen Frieden. Und ich fasse es nochmal so zusammen. Jedes Wort, das wir sprechen, ist entweder von Frieden Gottes begleitet oder nicht. Jede Tat, die wir nur schon im Kopf vorhaben, ist entweder vom Frieden Gottes begleitet oder nicht. Wo der aktive, fühlbare, wahrnehmbare Friedensstrom Gottes ist, wo diese Kraft des Lebens Gottes ist, da ist Gott drin. Wo er nicht drin ist, ist er nicht drin. So einfach ist das. Alles, was von Gott kommt, jedes Vorhaben, jeder Preis, über den man diskutiert, jeden Zeitpunkt, über den man diskutiert, nimm, was du willst. Was irgendwie tun, ist entweder Frieden abgedeckt oder nicht Frieden abgedeckt. Was wir aber brauchen, ist die Erkenntnis, was diesen Frieden von allem Scheinfrieden unterscheidet. Und das ist der Bemessungsdienst, den wir angehen, damit wir zusammenfassen. Ihr dürft euch jetzt wieder setzen. Wort, Geist und Dienst wieder folgen lernen unter dem einen Haupt, das er ist. Ist das okay so? Ich mache das letzte Experiment nicht mehr. Wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen mit meiner Familie, könnte ich dir zeigen, wie man mit dem Bemessungsdienst mit ein paar Anweisungen hier hin und her hüpft auf diesem Brett. Das ist wie ein Mann, aber ihr habt das sehr gut gemacht und ich hoffe, euch wird dieses Oratorium weiterbringen. Ich möchte jetzt an meine Frau übergeben. Wir werden jetzt als ganze Familien diese Wirklichkeit ausbauen und ergänzen. Ja, ich glaube, Ivo hat uns allen deutlich vor Augen geführt, was es heißt, eben schicksalsverein zu sein. Wir sind selber auch auf diesem Brett gestanden und haben das erlebt, was es für ein Gefühl ist, wenn man wirklich keinen Millimeter vorankommt, bis alle gleich im gleichen Ton miteinander gehen. Und ja, wir beschäftigen uns ja schon viele, viele Jahre mit dieser Wirklichkeit, dass wir eben schicksalsvereint sind, dass wir eins sind. Und das war schon vor vielen Jahren, ist mir das mal so ins Herz gefallen, als wir in einem Ausflug waren mit den Kindern. Wir durften auf ein frisch revidiertes Dampfschiff eine kleine Reise machen. Und das Besondere an diesem Schiff war, dass der Motorraum ganz frei lag. Man konnte auf eine Tribüne steigen und diesen schönen, frisch revidierten Motor mit mäßigen Kupferteilen einfach beobachten, wie der sich bewegte. Und das hat mich so beeindruckt, weil jedes einzelne Teil dieses Motors hat sich genau zur richtigen Zeit am richtigen Platz bewegt. Da waren solche Stangen, Schrauben, Zahnräder, jedes Detail wusste genau, an welchem Moment das es reagieren muss, damit dieses Schiff dann überhaupt ins Laufen kam. Und als wir das so beobachten, sagte Ivo damals schon zu mir, siehst du, das ist Organismus, wenn all das funktioniert, jedes an seinem Platz. Und ich bin da fast ein bisschen zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, das ist ja unmöglich, wie soll das je geschehen im Geist, dass wir Menschen, die so verschieden sind und jeder sucht nur sein eigenes, dass wir dahin kommen, dass wir jedes an seinem Platz so funktioniert. Und mit dieser Not oder Überforderung bin ich dann in die Stille gegangen und habe dann auch gerade durch den Dienst, durch Ivos Schriften für mich selber eine Antwort bekommen. Und zwar habe ich in einem der Bücher gelesen, wenn das wirklich so ist mit dem Organismus, dass wir uns so gegenseitig in die Quere kommen, dann schau doch du für dich selber, dass du kein Hindernis bist. Und das hat in mir einfach dieses Verlangen geweckt. Ich möchte im Organismus eine Erquickung sein. Ich möchte dem Organismus dienen. Und ich habe dann ganz für mich begonnen, einfach die Atmosphäre nicht niederzuziehen mit negativen Gedanken, habe begonnen, mein Umfeld zu segnen, in der Frühe aufzustehen, das Ganze hochzuheben. Ich habe einfach begonnen, auch meine Sachen, die mich plagen, ans Licht zu bringen. Ich hatte einfach den Wunsch, eine Erquickung für den Organismus zu sein. Und wenn ich dann mein Lied singe, werdet sehen, links und rechts auf der Leinwand hat es so einen Clip,
mit Bildern und da werdet ihr Bilder sehen, Blumen und ein Bach mit frischem Wasser, das ist so der Inbegriff von Erquickung. Und wie erquickend ist es genauso, wenn ein Mensch einfach da ist fürs Gesamte, wenn er nicht nach seinem eigenen Kopf einfach geht, wenn er sich zur Verfügung stellt, Gott zur Verfügung stellt. Und das war in meinem Herzen, dass ich das gerne möchte. Und doch musste ich auch wieder feststellen, schon nach kurzer Zeit, es wird jedem so gehen. Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht aus mir selber einfach eine Erquickung sein. Ich nehme mir es am Morgen vor und eine Stunde später mache ich vielleicht schon wieder etwas, was ich nicht wollte. Und da habe ich gemerkt, eben gerade hier braucht es einen Dienst. Es braucht Gereifte, die diesen Weg gegangen sind. Es braucht diese Bemessung, damit ich selber erkenne, wo ist meine Wesensverfehlung, wo ist mein Punkt. Wenn ich dann daran arbeite, dann kann das Leben fließen. Und ich habe es selber nicht gemerkt, aus mir. Ich habe es nicht gemerkt, wo meine Schwachstellen sind. Durch die Bemessung, durch den Organismus konnte ich es sehen. Und das half mir dann wirklich, da Fortschritte zu machen, für mich persönlich. Und das Ziel, ja, das Ziel ist eigentlich eben, oder besser gesagt der Anfang, dass meine kleine Welt zum Stimmen kommt. So kann ich ein Zahnrad werden, das funktioniert und dass das Ganze nicht noch hindert, dass man vorankommt. So habe ich einfach begonnen, mein Leben in diesen Riss hineinzulegen, das Verlangen, eine Erquickung zu sein für mein Umfeld. Und dann habe ich gemerkt, wie nötig das ist, aber trotzdem kann ich die anderen Menschen nicht einfach beschwören und sagen, komm, du bist ein Hindernis, du solltest auch. Ich habe gemerkt, ich muss noch mehr selber an mir beginnen, da hineinzugehen. Und dann den nächsten Schritt geht dann nicht eben gleich rausrennen und alles bekehren wollen, sondern ich gehe noch einen Schritt zurück. Es geht darum, in der Ehe dieses Rad auch ins Laufen zu bringen, in der Ehe ein Motor zu sein, der läuft. Und wie viele Ehen funktionieren? Man sieht überall Not, Zerrüttung, Scheidung, wie es Ivo gesagt hat, jede zweite Ehe zerbricht. Und die nicht zerbrechen, was leben die hinter den vier Wänden? Ja, man lebt vielleicht sich auseinander, man schaut, dass man einander nicht auf die Füße tritt, aber ein Leben, das harmonisch ineinander fließt und läuft, ein Motor, der läuft, das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und so haben wir einfach ganz verbindlich schon von Anfang an begonnen, jeden Kies in unserem Getriebe zu orten, wenn das kratzt zwischen den Zahnrädern, wenn der Motor nicht mehr läuft, stillzustehen. Und so singe ich das in meinem Lied, jedem Störfaktor unserer Liebe auf den Grund zu gehen. Denn es kann doch nicht sein, dass die Liebe nur am Anfang da ist, wenn man frisch verheiratet ist oder vielleicht verlobt. Ja, dann ist es noch schön. Und kaum ist man verheiratet, kommt der Alltag, die Liebe erstickt. Er ist noch der Geldgeber, sie ist die Wasch- und Putzfrau und noch ein paar Jahre später ist man noch Katze und Hund. Das kann es doch nicht sein. Wenn die Liebe nicht mehr fließt, dann ist da ein Grund. Es ist irgendein Sandkorn in diesem Getriebe und das wissen wir rausschaffen, bis es wieder frei fließt. Und so haben wir, es ist eine Art wie ein Studium. Was ist es genau, was uns jetzt wieder den Motor zum Stillstand bringt? Es ist wie eine Uni des Lebens und da haben wir uns geübt. Und ich habe gemerkt, das sind so viele Dinge, die dazugehören. Eben, man spricht von den Stellungen, von den Setzungen, jedes an seinem Platz. So habe ich auch oft schon von der Unterordnung gesprochen. Die Frau hat ihren Platz und so war es auch mein Wunsch, ihm zuzudienen, für ihn da zu sein, einfach als Gehilfin, wie ich geschaffen bin. Und auch diese Unterordnung gehört dazu, er ist das Haupt, ich gehe hinterher. Aber da habe ich auch gemerkt, dass das immer wieder falsch verstanden wird, dass man das dann statisch versteht, die Frau hat zu gehorchen, der Mann kann sich ausleben. Aber wenn man da auch wieder genauer forscht, dann sieht man, wie es heißt im Epheser 5, dort heißt es, unterordnet euch gegenseitig in der Furcht Christi. Und da geht es eben darum, dass wir nämlich beide diesem Frieden unterstellt sind. Und nur der Friede wird uns schlussendlich zeigen, ob wir richtig liegen, wenn nämlich der Motor läuft. Sonst kommen wir uns immer in die Quere und das Boot steht still, das Schiff steht still. Und so habe ich auch gemerkt, das ist auch ein großes Problem, weil viele Frauen sind gerade in diesem Fühlen des Friedens ziemlich viel feinfühliger. Sie nehmen das schneller wahr. Und
die Männer haben da oft noch Mühe, mehr Mühe. Und da haben wir auch eben diesen Bemessungscoaching, nennen wir das, wo wir auch helfen, auf diesen Friedenston eben zu eingehen zu können, gemeinsam. Das ist die eine Seite des Problems, die andere Seite, es ist, ist auch dann die Frau. Sie hat dann eher wieder das Problem, zurückzustehen. Denn genauso steht es auch im Wort, dass eben in Entscheidungen der Mann in dem Sinne die Verantwortung hat, dort darf sie zurückstehen, weil er muss die Verantwortung tragen, er hat die breiten Schultern, er hat die Muskeln, er muss auch den Rucksack tragen. Also ist das dann der nächste Punkt. Ich persönlich, meine Welt, dass sie ins Laufen kommt, dann unsere Welt gemeinsam, dass sie ins Laufen kommt. Und da gehören eben die vielen Gesetzmäßigkeiten dazu, die es zu erforschen gilt, bis es wirklich läuft. Und sich nicht damit zufrieden geben, wenn das Boot stillsteht. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, nämlich unsere Kinder. Und dort hört es dann bei den meisten auf, weil die Kinder wollen ja eh nicht, sie haben ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Pläne. Und wir haben das so erlebt, wir haben gelernt, gleich zu rudern in diesem Bild zusammen und dann sind die Kinder dazugekommen und dann kommt das Boot in Schwanken und dann rudern wir einfach für sie mal richtig tüchtig und irgendwann merken wir, wenn sie jetzt nicht auch die Ruder nehmen, dann kentert unser Boot. Und so haben wir das auch erlebt, je mehr unser eigenes Eheschiff ins Rollen kam, dass es funktionierte, dass sie vorankamen, dass wir miteinander über den Ozean gleiten konnten, desto mehr wollten auch unsere Kinder damit hinein. Und es ist überhaupt nicht so, wie diese Menschen über uns schreiben im Internet, die Kinder, die sind gedrillt und die müssen gehorchen. Und wenn die dann wartet, nur bis die mal groß sind und dann ausbrechen aus diesem Korsett, dann werdet ihr was erleben. Nein, es ist das Gegenteil, weil sie diesen laufenden Motor spüren und erleben. In unserem Zuhause wollten auch sie mit hineinkommen. Von Anfang an, sie wollten auch in diesen Organismus hineinkommen, ihr Leben mit hineingeben. Und haben wir auch hier viele Prozesse miteinander durchgemacht. Und die Kinder, durch das, dass sie gesehen haben, es gibt es, also dass man gleich rudern kann, dass man wirklich vorankommt, haben sie auch immer mehr das Verlangen, da hineinzukommen und mit uns gleich zu rudern. Denn dass unsere gemeinsame Welt stimmt, die Welt von uns allen, von der ganzen Familie. Und da habe ich auch in meinem Lied so noch einen kurzen Reptil mit ganz vielen kleinen Geheimnissen, die dieses Zusammenleben betreffen, wo wir jetzt 25 Jahre eigentlich erforscht haben, auf was kommt es darauf an, wenn so viele Menschen zusammen unter einem Dach sind oder egal wie viele Menschen, auf was kommt es darauf an, sobald zwei Köpfe zusammen vorwärts kommen möchten. Und da möchte ich euch einfach, kann das jetzt nicht alles aufzählen, möchte euch empfehlen, nehmt die CDs mit, arbeitet mit dem Lied. Man kann damit stille Zeit machen, diese Geheimnisse studieren, bis man sie auch in die Hände gebracht hat. Denn ich merke, es ist schön, wenn wir als Familie, wenn unser Schiff vorankommt, es ist schön, wenn wir als Familie eine Herrlichkeit haben, aber das nützt letztlich überhaupt nichts, weil es geht noch um eine ganze Welt, die zurechtkommen muss. Nicht nur meine Welt, nicht unsere Welt. Es geht um die ganze Welt, um das, was Ivo vorhin alles erzählt hat. Wir sind in einer großen Not, alle miteinander, und die einen spüren es schon mehr, die anderen weniger. Und es gibt hier nur eine Lösung, dass wir zusammen, jede kleine Zelle, jede Familie, jede Ehe, zu so einem Kraftfeld wird, zu so einem Lichtkörper, dass wir gemeinsam diese Welt bewegen können. Und ich glaube, das ist wirklich angesagt, dass wir alle miteinander zur Erquickung noch werden für diese Welt. Und da gibt es nur eines: Beginnen. Vielleicht haben die meisten von euch noch nicht einmal gemerkt, dass wir ein Organismus sind bis heute, oder nicht noch einmal gewusst, dass was du tust einen Einfluss auf den Nächsten hat. Aber heute kannst du beginnen, für deine Welt eine Erquickung zu werden, und bis dahin, dass wir gemeinsam noch für die ganze Welt eine Erquickung werden. Aber es soll niemand diesen Wunsch haben und hier rausgehen und nicht selber bei sich beginnen. Ja.
ich für meinen Teil kann Erquickung für den Organismus sein. Denn ich lege mein eigen Leben in Staub und Asche, will verfügbares Organ für dich, Herr, sein. Wenn ich vor dir stehe, füllst du mich mit deinem Heiligen Geist. Dein Glaube, deine Liebe fließt in mir. So lass ich alles hinter mir, was mich trennen will von dir, weil du verfügbare Organe für dich sein. Wir lieben uns, wir achten, wir ehren uns, gehen jedem Störfaktor der Liebe auf den Grund. Wir wollen zusammen in dir sein, zusammen in dir bleiben, weil du die Erquickung kommen mit, stecken's eigene in den Sand, wollen Organ sein, auf dem Plan sein, fürs Gesamte unsere Hand. Wir messen nach dem Leben, unser Streben ist die Kraft, frei ausfließend, ständig sprießend, alles andere sei verbannt. Selbstbewusstsein gibt es nicht, hat für uns 3-0 Gewicht. Wir attestieren, soll's denn sein auf allen Vieren. Scham ist für uns Vergangenheit, wenn es hochgeht, wenn es stillsteht, wenn es runtergeht, ist Zeit. Zeit zu stehen, Zeit zu fragen, zu ermahnen, was zu sagen. Wir sind treu, treu im Kleinen. Wollen nicht mal töricht meinen, was wir sagen, gehe weiter. Was wir sind, das einzig zählt, alles andere uns nur quält. Mein eigenes lasse ich stehen, will nur fürs Gesamte sehen. Unsere Preise wollen wir zahlen, nicht nur spielen, Spaß und malen. Ich schaffe dich und du für mich, so. Das erst macht richtig froh. Ich schaffe dich und du für mich, so. Denn erst das macht richtig froh. Jeder Mangel soll gestillt sein, jedes Herz gibt sich gewillt rein. Wir hegen und wir pflegen, denn der Schwache braucht den Segen. Das schwächste Glied in der Mitte ist das wichtigste der Kette. Du für deinen Teil, du kannst Erquickung für den Organismus sein. Machst auch du dich gemeinsam mit uns
Christus sein. Lässt dich füllen von ihm, um an der Basis zu stehen, dich zu trennen mit den Deinen von dem Tod. Bis er sich mehr und mehr verzieht, weil wir selbst das Leben sind, weil Christus die Erquickung in uns ist. Ziel ist Christus in uns, mehr von ihm durch uns hier, so strahlend, so rein und so schön. Fühle Gottes so kraftvoll, so nah, so toll, Erkenntnis Gottes, die die Völker erweckt, die Erde bedeckt, beseitigt die Herrschaft des Bösen mit Leichtigkeit, bis zur Überwindung von Lügen, von allem Betrügen, von Not und Tod. Dass der Himmel auf Erden fühlbar durch uns fließt, weil du da bist in uns, weil du da bist durch uns, für die ganze Welt. Mehr von ihm, mehr von ihm, oh, mehr von ihm. Es war mal Abend, mein Bruder war schon im Bett. Er hatte einen strengen Tag und da kam ich frisch, fröhlich ins Zimmer, reingepoltert, machte die Türe laut zu, machte das große Licht an, putzte meine Zähne und da kam so eine Reaktion von meinem Bruder, ob ich nicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen könnte, weil er wollte schlafen. Und da habe ich gemerkt, dass ich ihn runtergezogen habe damit und somit habe ich mich selber runtergezogen, weil es mir danach nicht besser ging. Und ich durfte durch diese Reaktion durfte ich den Schlüssel entdecken, was das Schlüssel ist, nämlich ist es das Feingefühl. Denn es war oft so, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel das Waschbecken gebraucht habe, wenn ich die Zähne geputzt habe, da war noch ein bisschen Zahnpasta verschmiert, die Bürste war noch da liegen gelassen und ich habe nicht gemerkt, dass das mein Bruder runterzieht. Und so musste mein Bruder mich daran wieder aufmerksam machen und es wieder aufräumen. Und dasselbe ist auch so, wenn mein Bruder schläft und ich reinkomme und die Türe zuknalle. Das ist kein Feingefühl, das fördert, da kommt nur Unfriede rein. Oder als ich mal von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich meine Schuhe da vor in den Gang ausgezogen, direkt vor der Türe. Und wir wurden so, also Mama hat uns oft erzählt, also gesagt, dass wir doch die Schuhe gleich richtig versorgen, weil sonst stolpern ein paar rüber. Oder ja, ist gefährlich. Und ich habe das nicht gemacht und dann mussten sie mir es auch wieder sagen. Und ich habe gemerkt, wie ich es vorher gesagt habe, liegt im Feingefühl der Schlüssel, weil ich kann darin verhindern, dass Unfriede reinkommt und dass ich jemand runterziehe. Und ich habe gemerkt, mir ging es erst da besser, wo ich aus Liebe zu meinem Nächsten, aus Sorgfalt, wo ich mal Rücksicht nahm. Zum Beispiel, wenn ich das Waschbecken gebraucht habe, wo ich es bewusst wieder schön verräumt habe, weil ich wusste, das hat mein Bruder nicht so gerne, wenn er alles wieder aufräumen muss. Weil mein Bruder hat die Verantwortung für das Waschbecken. Oder wenn ich, als mein Bruder schlief, bin ich reingekommen, habe ich auch aus Achtung habe ich extra die Türe leise zugetan, dass er ja nicht aufwacht. Oder als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich extra meine Schuhe habe ich schön versorgt, so, weil ich habe gemerkt, da ging es mir viel besser. Und es gibt nicht immer Unruhe. Wir als Familie haben auch für diesen heutigen Auftritt geübt. Wir haben Lieder geübt und wenn wir zum Beispiel ein Lied geübt haben, haben wir Verbesserungsrunden gemacht, haben wir besprochen, was wir verbessern können. Und da haben wir auch gemerkt, dass Organismus unser Schicksal ist, weil es geht so schnell und die Kraft ist weg. Es kommt so schnell Zerstreuung oder Ablenkung, weil ich muss zum Beispiel nur nicht ausgerichtet sein, Ablenkung reinbringen oder wenn jemand etwas redet, eine Verbesserung hat,
und ich einfach reinplaudere, weil ich denke, ja, das ist ja eh nicht für mich, das zieht runter. Und meine Eltern haben da auch ganz viel Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch eine, dass wenn wir so viele Menschen sind, dass es eine Struktur braucht. Und ich durfte darin auch entdecken, das Feingefühl, was das ist. Nämlich durfte ich erkennen, das Feingefühl ist da, dass ich zuerst mal zuhören kann, dass ich nicht immer rein plaudere, sondern dass ich ausgerichtet bin. Ich kann Respekt zeigen gegenüber meinen Eltern, meinen Geschwistern. Und bei uns zu Hause ist das so ein Prinzip, dass zuerst immer die Reiferen etwas sagen. Und da darf ich auch herausspüren, wann ich etwas sagen kann, ob es hochzieht oder nicht. Ja, und wir dürfen uns da jeden Tag üben. Und wir haben auch entdeckt, dass da ganz viel Kraft drin steckt, weil wir sind als Familie dann so richtig, wir sind vereint, das können wir auf diesen Brettern, wo es Papa heute gezeigt hat, können wir richtig hin und her, ja, wir dürfen da richtig lernen und auch im Zimmer zwischen meinen Brüdern, wir haben es viel schöner, wir haben ein viel erfüllerendes Leben. Und sonst, wenn wir nicht feinfühlig sind, dann ist immer Unruhe da, schlechte Stimmung und so bleibt immer der Tod bei uns drin. Aber durch das dürfen wir lernen, immer unsere Türen zugeschlossen halten, dass der Feind nicht, also der Tod nicht reinkommen kann, sondern draußen bleibt. Zuvor hoch freist es uns zurück. Im Feind
weil den nächsten Mann beschmissen hat mit unguten, schlechten Worten. Drum herrscht das Böse im Heiligtum immer noch. Aber in einem Nothilfekurs habe ich letztens gelernt, wie ein Herzinfarkt entsteht. Und zwar, dass beim Herz, das sind Millionen von Zellen und die pumpen sich jeden Tag, also Tag ein, Tag aus, immer genau im gleichen Takt zusammen und dann drücken sie sich wieder auseinander. Und das machen sie eben alle in einem einzigen Takt. Und wenn das eine einzige Zelle von diesen Millionen nicht genau gleich macht, dann geht das System durcheinander, dann muss das Hirn mit elektrischen Impulsen versuchen, dieses System wieder in den Gleichschritt zu bringen. Und wenn das nicht gelingt, dann gibt das einen tödlichen Herzinfarkt, das heißt, man überlebt das nicht. Und ich habe gemerkt, dass das übertragbar ist auf mein Zimmer, nämlich, dass diese eine Zelle ich bin, und zwar mit meinem Bruder im Zimmer, weil da die erste Übung stattfindet, dass wir das nachher alle gemeinsam machen können. Und das habe ich so gemerkt, weil es war immer so, dass ich, wenn ich alleine oben war, dann hat mir das oft nicht sehr viel genützt, weil kaum in der ersten Situation im Zimmer, wo ich beim Bruder was ansprechen wollte oder wo wir zusammen irgendwas zu tun hatten, da war es plötzlich weg, da konnten wir nicht mehr zusammen in einer Richtung gehen, also im Gleichschritt. Und ich habe gemerkt, da muss das Augenmerk mehr drauf im Zimmer. Da habe ich das Bild entdeckt von einem Tandem, so ein Zweierfahrrad, und habe gemerkt, dass wir, das ist wie im Zimmer, wo wir da beide drauf sitzen. Wir müssen sehen, dass im Nächsten, dass wir ihn hochbringen müssen, dass wir gemeinsam fahren können und den Berg erklimmen können und so eine neue, mit einer neuen Haltung im Zimmer miteinander umgehen. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich im Hochbringen des Nächsten selber hochkomme. Das heißt, wenn ich schaue, dass ich ihn in allem hochheben kann, aber nicht auf eine schlechte Art, musste ich feststellen, weil es war oft sehr schnell so, dass es schief gegangen ist, wie es schnell passiert im Zimmer. Darum denke ich, ist jede zweite Ehe geschieden, weil es ist ein Tod in dieser kleinen Zelle, wo der Tod noch drin steckt. Aber wenn der überwindet wird, dann steckt da auch wieder die Kraft drin. Und zum Beispiel kann ich einige Beispiele darüber erzählen. Also zum Beispiel, was die Ordnung betrifft, wenn ich da das Anliegen wieder neu entdeckt habe und dann sehe, dass das bei meinem Bruder gerade nicht so passt und dann das angehen will und nachher das ihm auf den Schreibtisch stelle, dann gibt das sehr schnell einen Konflikt.
ich kann es zwar erklären, aber es ist nicht immer gut, weil sobald ich nicht selber ganz im Geist bin und nicht voller mit einem Sammethandschuh, geistlich gesprochen, ihn anpacke, dann geht es schief. Und ich habe auch gemerkt, dass es daran liegt, wenn ich selber vorausgehe, die Verantwortung bei mir richtig nehme, dass ich dann automatisch so ansprechen kann, dass es auch hochgeht. Mein Bruder hat vorher gesagt, ich habe die Verantwortung für das Waschbecken, also das habe ich mir genommen. Ich habe nämlich das Anliegen bekommen, dass das Waschbecken richtig in die Ruhe kommt, weil bei uns, die Mama musste oft ansprechen, dass es nicht ganz passt. Dann habe ich das zu meiner Sache gemacht und das einfach mal geputzt, wenn es sein musste, jeden Abend und selber darauf geachtet. Und kaum hatte ich es im Augenmerk, dass das wichtig ist, konnte ich mit einem total auf eine feine Art ansprechen und so war die Optimierung schon, hat schon geklappt. Ich habe ein Zettelchen gemacht, bitte Blick zurück und habe es noch beim Abschließen am Abend noch angesprochen. Und so war es total eine Ruhe drüber bis jetzt. Und das habe ich auch, ich habe auch noch andere Erlebnisse gemacht. Zum Beispiel, wenn ich dann zu viel gerade beim Bruder anfange, zum Beispiel in der Küche. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich die Küche nicht mehr so mit Herz im Herzen hatte. Und da habe ich aber mal an einem Sonntag gesehen, dass meine Familie erschöpft ist. Und dann hat es mir da gebimmelt und habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich da eine Entlastung sein und ich mache die Küche für alle. Und wenn ich dann in einer Sonderaktion denke, das ist jetzt etwas, wo mein Bruder gerade auch mitmachen kann, dann ist es, passt es nicht, weil es ist zuerst mein Punkt wieder, wo ich selber durchgehen kann und dann wieder durch die Vorbildwirkung gibt es was Besseres. Und das habe ich auch erlebt, nämlich wir machen als Kleine, haben wir begonnen, die Abendküche zu machen. Und als ich diese Vision wieder so gehabt hatte, konnte ich uns so sammeln, dass wir ein neues System entwickeln konnten. Das heißt, wir haben ein Ziel abgemacht, haben alle zusammen die Hände in die Luft gestreckt und nur zusammen ausgerichtet, ganz kurz ruhig gewesen. Und dann haben wir in einer ganz kurzen Zeit, also es wurde immer kürzer, diese Küche gemacht, um so den anderen eine Entlastung zu sein. Und dann einmal, als wir im Urlaub waren, haben wir das als ganze Familie gemacht und das hat sehr gut bei allen angestoßen. Und dann haben wir das mal gefilmt mit einer Kamera. Dann hatten wir nur 2 Minuten 20 Sekunden und das war schon fertig. Und so ist etwas ganz Cooles ins Laufen gekommen. Nur weil man, wenn man selber vorausgeht und dann kann man automatisch auch den Nächsten wieder hochbringen. Und das hat mir eine neue Vision gegeben. Und übrigens, den Film kann man auch auf YouTube ansehen. Das haben schon viele meine Kollegen angeschaut und es gefällt ihnen noch. Also es hat sich darum gesprochen und es ist etwas, was man nicht kennt, weil mit der Familie, wer macht da schon gern die Küche in 2 Minuten? Das hat noch angeklungen bei ihnen. Und ja, im Zimmer habe ich auch gemerkt, dass wir da diesen Gleichschritt ganz erhalten, wenn wir diese Wippe gemeinsam überwinden. Weil das heißt, es ist sehr oft so, dass ich zum Beispiel dann eben in diesem Bewusstsein bin und dann ist wie so eine Decke, die dann auf meinem Bruder liegt. Und das passiert ganz schnell. Und das sagt mein Lied aus, dass wir das anpacken und überwinden. Und so kommt das Gesamte hoch, weil dann geht kann das Herz nicht mehr aus dem Gleichtakt fliegen wegen uns. Und so geht es immer weiter. Und dazu kann ich euch nur anspornen. Und ich denke, so singen wir jetzt das Lied. So lang um mich drehen, wie ich will. Es bleibt doch so lang, ich nicht seh meine Bestimmung. Am Boden gebunden zu bleiben, bis ich begreif. Nur im Hochheben meines Nächsten zieht's mich mit hoch. Denn das Zimmer, es ist ja mein Trainingsfeld, in dem es sich wie auf dem Tandem verhält. Denn wir sitzen gemeinsam auf einem Tandem. Und das ist mir ab heute nicht mehr unbequem. Denn nur gemeinsam können wir den Berg erklimmen. Doch dazu muss unsere Balance stimmen.
Doch solang geht keine Erweckung von mir aus. Wie ich aus dem Bauch noch heraus korrigiere. Um andere zu hebeln, geh ich selbst voran. Denn dadurch bereite ich die Atmosphäre. Mit Handschuhen zusammen bringe ich zurecht und fordere nichts aus dem Fleisch heraus. Denn nur gemeinsam können wir das Tandem befahren. Darum ziehen wir uns samtene Handschuhe an. Jedes dumme Wort wirft uns beide aus der Bahn ohne Gnade. Als Vorbild trete ich ins Pedal. Bin achtsam. Doch kommt im Zimmer die Kraft nur langsam zustand. Kaum ist die Vision wieder klar in meinem Bruder. Da geht's auf und ab in mir wie auf einer Wippe. Geht's mein Bruder wieder hoch, sink ich runter. Denn das Zimmer, es ist unser Trainingsfeld. Hier wächst unser Sieg über Teufel und Welt. Darum werfen wir die Decken von unserem Tandem. Machen gemeinsam unsere Schotten dicht. Vereint und bewaffnet mit unseren Samthandschuhen. Wir können das Bollwerk des Todes sprengen. Das Zimmer, es ist und bleibt unser Trainingsfeld. Im Zimmer, da kann ich es sehen, mein wahres Gesicht. Die Sprengkraft zu werfen, den Tod aus dieser Welt. Kommt doch Harmonie in uns, Harmonie, im Zimmer zu Start. Harmonie. Komm auch und lerne das Tandem zu fahren, doch zieh sie dir an, die Handschuhe an. Doch zieh sie dir an, die Handschuhe an. Doch zieh sie dir an, die Handschuhe an. Euch mal etwas vorstellen, also ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Und zwar ist es so, wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr über eine ganz lange Zeit euch nie wieder in einem Spiegel seht. Also ihr seht euch vielleicht einen Monat lang oder zwei Monate lang nie mehr in einem Spiegel. Weder in einem richtigen Spiegel, noch in der Autoscheibe, noch in irgendeiner Fensterscheibe oder im Wasser oder irgendwo. Man sieht sich einfach nicht mehr. Ich denke, würde es uns allen gleich gehen. Ich denke, man würde total vergessen, wie man ist, oder man würde sich total unwohl fühlen, weil man nicht weiß, wie sieht man aus. Man weiß nicht, oh, habe ich vielleicht Essensreste zwischen den Zähnen oder etwas im Auge, oder man würde sich total unwohl fühlen. Ich kenne eine öffentliche Toilette, die hat keinen Spiegel. Das ist ganz mühsam irgendwie. Das ist ganz was Komisches. Da merkt man, wenn ich jetzt mal ganz lange nie mehr in einem Spiegel sehen würde, wir würden total uns nicht mehr wohlfühlen und würden wahrscheinlich total zerzaust sein und alles Mögliche. Und so habe ich mir überlegt, eigentlich ist es genau dasselbe. So wie ich mein äußerer Mensch im Spiegel anschauen kann und so wie es sehr wichtig ist, sich im Spiegel zu sehen, genau so ist es. So gibt es auch einen Spiegel, wo ich mein Inneres anschauen kann. Und zwar, wie wirke ich? Wie ist das, was ich sage? Wie kommt das rüber? Wo sind meine Schwachstellen? Wo sinke ich immer runter? Oder was ist an mir gut? Das kann ich ja nicht in einem richtigen Spiegel sehen, sondern das ist dieser Spiegel. Ich kann mich genau darin sehen, und zwar in meinem Umfeld. Zum Beispiel meine Familie, meine Schwester, meine Eltern, meine Brüder, sie sind mir ein Spiegel. Und zwar, wenn ich mit ihnen in Berührung komme,
Genau dann kann ich erkennen, wie ich bin. Was sind an mir meine Schwachpunkte? Was ist vielleicht gut, was ist nicht gut? Zum Beispiel, wenn ich etwas sage, was meine Schwester zum Beispiel verletzt, wie kann ich das wissen oder wie wird mir das klar, wenn das mir nicht jemand sagt? Wenn nicht jemand sagt, du, das hat mich jetzt verletzt, vielleicht musst du das ein bisschen feinfühliger das nächste Mal angehen. Oder alle solche Sachen, ich würde total verwildern innerlich, wenn mein Umfeld mir nicht spiegeln wäre. Und in der Praxis läuft es aber noch sehr oft so, im Alltag und überall, wo wir sind, dass wenn dieser Spiegel zu mir spricht, sagen wir mal, meine Schwester, wenn sie mir was sagt, dass zum Beispiel ich dann sehe ich, sie spricht zum Beispiel meine schwarze Nase an, wenn ich eine schwarze Nase habe, und dann denke ich, sehe ich da einen Spiegel in meiner Schwester und denke, ah, das ist mir jetzt ganz unangenehm, das möchte ich jetzt nicht sehen, dann komm, sei ruhig, muss das nicht sagen, und decke sie so zu sagen zu, aber dabei nützt es gar nichts. Es ist wie wenn ich wirklich eine richtige schwarze Nase habe und das im Spiegel sehe und dann einfach davonlaufe und denke, es wird dann besser, dabei nehme ich meine schwarze Nase doch mit, und es nützt nichts, wenn ich den Spiegel zudecke oder zuschmiere. Aber in der Praxis läuft es leider noch so, sehr oft so, dass man gar nicht hören möchte auf das, was die anderen sagen. Man denkt, das ist unangenehm, der will jetzt vielleicht ein bisschen kritisieren, dabei ist das mein Spiegel, der mir vor Augen gehalten wird. Wir üben das auch in der Familie so. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie geht das, dass wir als eine Familie zusammen sind und in Harmonie zusammenleben können. Ich will euch sagen, das ist nur deshalb, weil wir immer wieder als Familie in diese Spiegel schauen. Sehr oft sitzen wir wieder als Familie zusammen und merken, ah, da fließt wieder der Friede raus, und bei dieser Person, den können wir noch ein bisschen hochbringen, da diese Flecken noch wegputzen. Und das geht nur, wenn wir in diese Spiegel schauen und nachher nicht die Spiegel daran beschuldigen, wenn etwas nicht okay ist. Auch die Mama macht das auch sehr gut mit uns, weil wenn sie uns nicht spiegel wäre, wir nicht da, wo wir heute auch sein dürfen. Zum Beispiel macht es sich ganz oft so, oder wenn es halt wieder aktuell wird, macht sie so einen Optifluss, das nennen wir so, das ist für unsere Familie so eine Optimierungszeitschrift, wo sie immer wieder uns eigentlich den Spiegel vor Augen hält und uns zeigt, wo wir noch dazulegen können. Zum Beispiel steht dann da, bitte liebe Kinder, wenn ihr Batterien gebraucht habt, ihr dürft sie nehmen, aber dann nicht einfach die leere Schachtel zurücklassen und der Nächste hat dann keine Batterien mehr. Lernt auch da gesamtbewusst zu denken, und schon merkt man, ah, das war wieder ein Spiegel. Mit dem kann man sich jetzt konfrontieren und merken, genau, hier kann ich dieses Gesamtbewusstsein lernen, dass mein Nächster nachher auch wieder eine Batterie hat. Das sind so ganz diese praktischen Spiegel im Alltag. Das ist nämlich nicht theoretisch, sondern es ist ganz praktisch. Oder wenn sie schreibt, bitte, ich habe in letzter Zeit riesige Wäschebergen, werf nicht einfach alles in die Wäsche, wenn es euch vielleicht nur im Weg ist und ihr es nicht wisst, was ihr machen sollt, sondern tragt es aus oder verlüftet es oder macht es zurück in den Schrank. Lernt auch da gesamtbewusst zu sein und auch hier wirtschaftlich oder treu im Kleinen zu sein, weil wenn man es hier so macht, wird man es auch in anderen Gebieten so machen. Und da merkt man wieder, das war wieder ein Spiegel. Und in den können wir schauen oder wir können davon weglaufen und sagen, es ist nicht so wichtig vielleicht, was die Mama sagt. Das möchte ich jetzt gar nicht hören, ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber das Problem bleibt, wir können so nicht auf einem Brett laufen und zusammen gleichzeitig rudern. Das, was wir heute Morgen auch hier gesehen haben. Und so lernen wir eigentlich als Familie immer wieder, in diese Spiegel zu schauen und zu konfrontieren und nicht dem anderen die Schuld zu geben, wenn er mich reflektiert. Und so üben wir es. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Und zwar, dass ihr auch kommt und in diesen Spiegel schaut. Es gibt ganz viele Leute, die auch in diesen Spiegel schauen und sehen, haben sie eine schwarze Nase oder wo haben sie noch Flecken oder sind zerzaust, und sie verändern sich und werden selber zum Spiegel für die Nächsten. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr auch in so eine Bemessung kommt. Die Bemessung ist, da steht wie ein, so in Anführungsstrichen, eine riesige Spiegelwand, wo ihr ganz genau sehen könnt, wie seid ihr wirklich, weil es gibt auch viele Leute, man fühlt sich vielleicht ganz gut und dann merkt man, wenn man mal richtig in den Spiegel schaut, ist es vielleicht gar nicht so. Oder der eine denkt, ich bin so schlecht, und der schaut in den Spiegel und merkt, hey, ich bin gar nicht so schlecht.
Und deshalb braucht der Spiegel. Wir können nicht abgekapselt für uns sein. Wir brauchen den Organismus. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, kommt auch in eine Bemessung, lasst euch den Spiegel vors Gesicht halten und verändern, dass ihr auch wieder für die anderen Spiegel werdet, weil wir brauchen einander, wir sind schicksalsvereint und jeder muss wissen, wie er ist und wo kann er sich verändern, auf dass wir alle hochkommen und nicht irgendwie ganz ein zerzauster Organismus sind. Ja, darüber möchte ich gerne mein Lied singen. Sagst mir, wie ich aussehe, egal ob schön oder nicht. Spieglein an der Wand, du verbirgst vor mir nicht eines, durch dich verändere ich mich. Und liefe ich auch von mir fort, ich nehme mich mit an jeden Ort, mein Gesicht bleibt wie es ist. Ist so gut und lebenswichtig. Deshalb stehe auf, sei mir Spiegel alle Zeit. Wecke auf das Gute, doch das Böse beschämt. Du dienst mir zum Heil, verschweig mir nichts, denn ich selbst sehe mich nicht. Aussehen und doch sieht er nur sich selbst im Spiegel. Wasche ab von dir, was klebt an deinen Händen und dann erst sei Ohr für andere Spiegel. Auch ändere nicht den Spiegel dort, doch dich verändere fort und fort. Dein Gesicht ist wie es ist. Zeit. Wecke auf das Gute, doch das Böse beschämt. Du dienst mir zum Heil, verschweig mir nichts, denn ich selbst sehe mich nicht. Oh, ich sehe mich nicht. In Ordnung, nur weil du nicht ganz so bist wie andere. Sei du, wie du bist, du bist nicht jemand anders. Nur so fließt Leben durch dich zum anderen. Du bist ein wichtiges Organ, du kannst, was niemand anders kann. Du bist schön, wichtig und schön. Zeit. Wir wecken auf das Gute.
Schicksals vereint. Als ich noch zur Schule ging, hatte ich einmal während dem Unterricht eine geniale Idee. Und zwar dachte ich, das Perpetuum mobile entdeckt zu haben. Ich habe meinen Tischnachbarn etwas abgelenkt, hat ihm wieder mal rübergeschaut, die Stirn gerunzelt, wusste wahrscheinlich nicht, was ein Perpetuum mobile ist. Ein Perpetuum mobile ist eine Konstruktion, die einmal in Gang gesetzt, sich ewig weiter bewegt und dabei Arbeit verrichtet, ohne dass von außen Energie zugeführt wird. Nun, die Pläne habe ich dann meinem Lehrer gezeigt nach der Lektion und er hatte so seine Bedenken und Zweifel, heute sage ich seine berechtigten Bedenken und Zweifel, und dennoch sagte er mir, falls es gelingen sollte, das mal auf den Markt zu bringen, vergiss mich nicht als dein Lehrer. Nun, heute, ein paar Jahre später, habe ich nicht mehr an dieser Konstruktion weitergefeilt, aber ich bin mehr denn je überzeugt, dass es das Perpetuum mobile gibt, weil der beste Beweis dafür ist die Schöpfung, in der wir leben. Die Sonne, jeden Morgen geht sie auf. Der Kreislauf des Wassers, ich beginne vielleicht mal da. Einmal in Gang gesetzt, dieser Kreislauf, ewig bewegt er sich weiter, verrichtet Arbeit, die ganzen Felder werden begossen. Diese ganze Nacht hat es runtergeschüttet. Perfekt, absolut gut, alles wird bewässert. Es ist ein Kreislauf, der in sich funktioniert, der im Gleichgewicht ist, wo man nicht ständig drum rumnörgeln muss. Ich glaube, wir haben das Geheimnis nämlich hinter diesem Perpetuum mobile entdeckt. Das ist ja eigentlich das Faszinierende. Warum funktioniert es da? Wenn wir auf die Menschheit schauen, haben wir vom Papa heute Zahlen gehört, die sind erschütternd. Da funktioniert offensichtlich was nicht, aber in der Schöpfung, in der wir leben, in die wir hineingeboren sind, da scheint was zu funktionieren und ich glaube, das Geheimnis darin zu sehen, dass nichts für sich selbst bestimmt ist, dass nichts hier unten einen Selbstzweck hat, dass nicht irgendetwas für sich selbst bestimmt ist, sondern für ein Gesamtes, einen Dienst, eine Aufgabe, eine Bestimmung hat fürs Gesamte. Nehmen wir nur mal die Sonne. Die leuchtet nicht für sich selber, die strahlt nicht für sich selber irgendwie da oben. Die hat einen Dienst, eine Pflicht, eine verbindliche Pflicht, sage ich mal, dem Gesamten gegenüber, der ganzen Schöpfung gegenüber. Der Mond, der seine Laufbahn kennt, der hat auch einen Sinn, der leitet die Gezeiten, Ebbe und Flut. Ja, so hat jedes Einzelne hier unten, Tau, Wind, Regen, du kannst mir nennen, was du willst, alles hat seine Bestimmung und wir als Familie haben, glaube ich, begriffen, oder als OCG, glauben wir, entdeckt zu haben, die Anwendung auf unser eigenes Leben. Denn wenn ihr euch manchmal vielleicht wundert, warum es hier funktioniert, warum wir so in Harmonie zusammenleben können, in dieser Zeit, wo das scheinbar nicht mehr möglich sein soll, dann ist es dieses Geheimnis, wir leben hier nicht für uns. Wir sind nicht hier unten, um für uns irgendwie zu leben oder um uns zu drehen. Das Geheimnis liegt darin, dass wir für andere leben, dass wir uns hingeben fürs Gesamte, verbindlich. Auch heute, dieser Tag, ist ein Ausdruck davon. Und da spüren wir, wie diese Perpetuum mobile Kraft, nenne ich es mal, zu fließen beginnt, wo überhaupt kein Mangel ist, nicht irgendetwas klemmt mehr, nicht irgendwas, das stockt und hemmt, sondern wo es einfach fließt und fließt, Freude, Kraft da ist. Das ist das Geheimnis der OCG. Da sucht nicht irgendjemand etwas für sich, einen eigenen Vorteil, irgendwas, sondern ist da fürs Gesamte. All die lieben Helfer, die euch heute hier gedient haben, die sind auf den Geschmack gekommen. Die haben gemerkt, was für eine Kraft darin liegt, wenn man nicht um sich dreht, sondern fürs Gesamte da ist. Das ist unsere Bestimmung, da bin ich mir fest überzeugt. In meinem Lied, das ich nun singen möchte, ist es so dargestellt, dass zwei Ansichten aufeinander prallen, und zwar diese Ansicht, die ich gesagt habe jetzt, die ich erzählt habe, von dieser Ausrichtung aufs Gesamte, dem Gesamten zu dienen, und was die Sulamit singen wird, die Ansicht einer Person, die um sich kreist, die um sich dreht und außer sich und ja,
ich, mir und meiner nicht viel mehr existiert. Und das Problem da ist immer, oder ist oft da, dass man den Umständen Schuld gibt. Das wird sie auch in diesem Lied singen. Ach, mein Vater, wenn der anders wäre, du hast gut reden und meine Schwester und der Bruder nervt und die Mutter und mein Chef, du kannst jetzt hier aufzählen, was du willst. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Umstände genauso brauchen, wie sie sind und die Umstände uns so brauchen, wie Christus in uns sein möchte. Und das ist auch mein Appell am Ende dieses Liedes an euch, im eigenen Interesse, dem Gesamten, nicht vorzuenthalten, was Christus durch dich sein möchte. Wozu du hier unten auf dieser Welt bist, ich bin überzeugt, das hat einen Sinn, das ist kein Zufall. Und in diesen Sinn hinein zu finden, dazu können wir von unserer Seite nur die Bemessung herzlich ans Herz legen. Und wenn du dir nichts unter Bemessung vorstellen konntest, so hoffe ich doch nach diesem Lied, dass du dir etwas darunter vorstellen kannst. Aufgeht, das Land erhält und abends weiterzieht. Ein Mond, der seine Laufbahn kennt, die Gezeiten lernt. Nicht eines macht keinen Sinn, dem Gesamten ein Gewinn. Eine perfekte Lebensatmosphäre. Hey, hey. Ich bin geboren in eine Wunderwelt, wo nichts mehr klemmt, stockt und hemmt. Hinein in ein Perpetuum mobile, wo nichts für sich, sondern für ein gesamtes Bestehen. Geht's hier zur Bemessung? Ja, bitte. Eine Mutter, die mich nicht akzeptiert und mich ignoriert. Ein Chef, der mich verletzt, oh, stresst und hält. Schwester. Braucht es aus Stahl, tickt nicht ganz normal. Der Vater, meine Kindheit stahl. Oh, oh, oh. Ich bin geboren in eine Welt, wo alles klemmt, stockt und hemmt. In mühsamer Schwere. Warum ich? Sag, warum denn ausgerechnet ich? Eine Sonne, die nicht um die Erde dreht, es ist umgekehrt. Ja, du Glückskind bist. Völlig unbeschwert, echt beneidenswert. Ach, es ist kalt und regnet. Zum Glück, wie wunderbar. Niemand versteht mich. Ist auch nicht sonderbar. Ach, wenn du wüsstest. Es gibt doch keinen Zufall. Nein, nein. Des Kosmos, hey, nicht eher in deine kleine Denkenswelt, hinein an einen Platz, den nicht du bestimmt, an dem ich durch dich leben und leuchten will. Bring Luft in deine Welt, in deine sei Licht in deiner Welt. Sei Licht in deiner Welt.
etwas, das nicht zählt. Ist etwas vom Himmel weg. Vorenthalte nicht den anderen, was sie durch dich will. Wozu du hier unten auf der Erde bist. Okay. Ja, ich bin geboren in einer Wunderwelt, wo nichts mehr klemmt, stockt und hält. Hinein in ein Perpetuum mobile, wo nichts für sich, sondern für ein Gesamtes. Steht ist. Vorenthalte uns doch bitte nicht, was er, was er, was er, was er durch dich ist. Komm, sei du ihnen das, wozu du hier unten, auf Erden bist. Hallo, ich möchte gerne zu meinem Zuhause sprechen. Und zwar, wenn da Sophia alleine den Boden putzt. Das geht ganz lange. Und wenn ich ihr sage, kann ich dir kurz helfen, dann geht es noch 10 Minuten. Und es ist wie so wie ein Tröpfchen. Alleine, es wirkt, also es gibt nie einen Strom. Aber wenn alle gemeinsam auf den Boden fallen, dann gibt es einen riesigen Strom. Wir waren mal von ein paar Wochen mal weg am Rheinfall und dort war ein ganzer Strom, waren alle Tröpfchen am Boden gefallen, also so ein Bach oder wie das heißt, irgend so kamen alle Tröpfchen und ich hatte einen riesigen Strom und dann konnten wir nur zuschauen. Und danach habe ich gedacht, das könnte ich doch mal Papa sagen. Könnte ich doch mal auf der Bühne sagen, ob ich das darf mal sagen. Und dann bin ich zum Papa gegangen, habe das gefragt. Und nachher hat er gesagt, ja. Dass wir uns brauchen, das erlebe ich fast jeden Tag in meinem Zimmer. Wir drei sind in einem Zimmer und wir können dort immer üben, wie wir miteinander umgehen können. Und wenn Streit oder ein Unfriede gibt, dass wir gleich stehen bleiben und dem auf den Grund gehen. Und ich habe auch eine Situation gehabt, da hatten wir eine große Unordnung. Und dann war einfach keine Motivation oder Vision da. Und nachher hat meine Schwester eine Idee. Sie holte den Fotoapparat und fotografierte die Unordnung. Nachher hat sie gesagt, dass sie nach 10 Minuten wieder fotografiert. Dann haben wir wieder ein bisschen Vision gehabt. Dann sind wir losgegangen. Nach 10 Minuten war es so mittel. Nachher hat sie später wieder fotografiert. Dann war es nur noch klein. Und dann hat sie wieder fotografiert und dann war es nichts mehr. Und ich habe, das habe ich auch bei den Ameisen gesehen, ich bin einmal aus Versehen auf den Rand von dem Ameisenstaat getreten, oder Ameisenhaufen, und dann ist nicht eine Ameise gekommen und hat das wieder aufgebaut, sondern es sind alle angerannt gekommen, jeder hat was angepackt und sie haben das im Nu wieder aufgebaut. Und wenn wir den Organismus leben, dann können wir den Himmel auf die Erde holen. Also mir ist auch voll wichtig geworden, dass wir alle zusammengehören, dass wir ein Organismus sind.
wir haben zusammen ein Heftchen gehabt und da ist auch die Idee gekommen, dieses Lied zu machen. Da haben wir ganz viele organische Bildchen reingezeichnet. Zum Beispiel haben wir da eine Baumwollfaser reingezeichnet. Eine Baumwollfaser alleine, die es bewirkt, also es nützt eigentlich gar nichts. Oder das Rosenblatt, allein ist es wie verloren. Auch das Haar, es nervt einen eigentlich nur, wenn es rumliegt oder im Waschbecken ist oder in der Suppe drin. Das ist nicht so schön. Aber wenn man sieht, dass die Baumwollfaser zu den anderen Baumwollfasern geht und die zusammen ein Garn geben und das Garn einen wunderschönen Pullover, der da gleichzeitig noch Waren gibt. Oder das Rosenblatt in der schönen Rose, die man bestaunen kann. Auch das Haar. Wenn das in der Frisur drin ist, man sieht es viel lieber als eben in der Suppe oder, ja. Und das ist auch so, wenn man ein Bild ausmalen würde, wo ein Sonnenuntergang mit Meer und einer schönen Insel und dann sieht man, wow, diese goldgelbe Sonne, die gefällt mir. Komm, ich zeichne gleich alles gelb aus. Das sieht nicht schön aus, das gibt auch nicht einen Sinn, sondern Organismus ist, wenn die Sonne schön goldgelb ist, das Meer dunkelblau, der Himmel blau und so weiter. Das gibt zusammen ein wunderschönes Bild. Das ist Organismus. Und wir haben auch in diesem Lied, wird dann an den Leinwänden unser Clip sein mit unseren Bildchen, die wir gemalt haben. Wir brauchen euch. Nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen können wir etwas bewegen. Yeah, yeah. Zieh dir ein Goldstück an. Könnte es jemals eine wunderschöne Goldkette sein? Nein! Und doch ist die Kette nichts ohne das Glied. Ich brauche dich, du brauchst mich. Wir brauchen euch. Nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen können wir etwas bewegen. Yeah, yeah. Zieh dir ein Rosenblatt an, wird es alleine schwach den Kerzenlicht. Aus 20 Kilometer Entfernung bündeln sich die einzelnen Biophotone zusammen, erzeugen sie einen Lichtstrahl, der Informationen bis über 3 Milliarden Kilometer Distanz senden kann. Darum nie mehr individualistisch. Nie mehr. Nur noch Organismus.
Als ich vor genau zehn Jahren in die Ausbildung kam, bekam ich eine neue Lehrerin. Sie war meine Lehrerin in Allgemeinbildung, eine starke, selbstbewusste, emanzipierte Frau. Und sie sah es als ihre Aufgabe an, mich zu einem modern denkenden, guten Bürger zu machen. Als ich zum ersten Mal erwähnte, dass ich damals 9 Geschwister hatte, hat sie mich so angeschaut, wie wenn ich direkt aus dem 18. Jahrhundert käme. Und dann hat sie ihren ganzen Unterricht immer wieder so gestaltet, dass an gewissen Stellen besonders Nachdruck in meine Richtung kam. Das sollte mir ein liberales Denken einhämmern, ein modernes Denken. Und eines Tages dann habe ich erwähnt, dass meine Urgroßmutter 2 Kinder hatte. Und da hat sich der Kreis geschlossen für sie, da hat sie gesagt, sieh mal an, deine Urgroßmutter, sie hat in der Zukunft gelebt, die war der Zeit voraus und ihr seid der Zeit hinterher. Da habe ich gesagt, nein, wir sind der Zeit wieder voraus, wir haben das im Blut. Und dann hat sie gestaunt, hat sie nicht mehr gewusst, was sie sagen soll. Ja, also. Und das war nicht von ungefähr. Sie hat dann zum Beispiel in einer Lektion hat sie uns erklärt, wie die Maslow'sche Pyramide funktioniert. Die erklärt, wie der Mensch mit seinen Bedürfnissen so tickt. Da ist so eine Grundebene von Sicherheitsbedürfnis, von Ernährung und so weiter. Und dann wächst da so die Stufen hoch. Und ganz in der Spitze dieses modernen Menschenbildes steht dann die Selbstverwirklichung. Und erstaunlicherweise ging es mir so, dass ich das nicht als modern betrachten konnte, obwohl sie das mir so rüberbringen wollte. Für mich kam es irgendwie, wie soll ich sagen, rückständig an. Ja, rückständig ist das richtige Wort. Nicht modern, von gestern. Weil ich bin in etwas groß geworden, in einem Phänomen, was Zukunft heißt. Meine Familie ist etwas, was nicht rückständig ist, sondern etwas, was in der Zukunft für alle erreichbar sein wird. Die Selbstverwirklichung, die habe ich seit ich erzogen wurde und seit wir unser Menschenbild mit auf den Weg bekommen haben, so wie es unsere Eltern sehen, habe ich das immer als vorübergehende Phase betrachtet. Die Selbstverwirklichung als pubertäre Anwandlung. Aber was wirklich ehrenhaft ist, wirklich meisterhaft, wirklich die reife Disziplin, das ist Gesamtverwirklichung. Das ist etwas gemeinsam zum Leuchten zu bringen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, was mit vielen individuellen Originalen Sinn macht. Wenn du ein schönes Bild anschaust und dann reinzoomst, wirst du merken, dass dieses Bild aus Pixeln besteht. Jeder einzelne Pixel hat eine andere Farbe und enorm wichtig ist es, dass dieser Pixel genau am richtigen Ort platziert ist. Das kann man im Vierfarbendruck sehen. Wenn da nur eine kleine Verschiebung passiert, dann gibt es ein schwammiges Bild. Dann ist die Brillanz weg. Und das ist das, was wir unter Gesamtverwirklichung verstehen. Ein Bild besteht aus Pixeln, nicht aus gleichfarbigen Punkten. Das gäbe nichts, ja? Irgendwie eine Suppe, eine graue Suppe oder was auch immer für eine Farbe dann der einzelne Pixel hat. Jeder Pixel muss eine eigene Farbe haben und wichtig ist, er muss am richtigen Punkt sein. Und die großen Wertemaßstäbe, die meine Lehrerin mir damals beibringen wollte, waren Selbstverwirklichung, waren Selbstdarstellung und lebe deinen eigenen Traum. So quasi als das, die Maxime dessen, was man erreichen kann hier unten, lebe deinen Traum. Das war auch das Letzte, was sie uns noch mit auf den Weg gegeben hat, als sie uns verabschiedet hat. Und ich muss sagen, ich habe so viele Menschen kennengelernt, dass ich glaube, wir sind kompetent zu sagen, dass der eigene Traum immer etwas Subjektives ist. Der eigene Traum, der ist nicht so unwahrscheinlich objektiv, dass er auch noch Sinn macht, wenn man ihn erreicht hat. Ich kenne so viele Menschen, die haben ihr Ziel erreicht, die haben einen Traum verwirklicht und dann fragen sie, und jetzt? Was aber nie subjektiv ist, was immer objektiv ist, ist, wenn wir das leben, wofür wir konstruiert sind. Und das größte Problem, da bin ich überzeugt davon, ist, dass wir uns zu viel Objektivität zutrauen. Wir denken immer, wir können alles verstehen, alles überblicken und wenn ich entscheide, dann ist das wirklich, wirklich meisterhaft objektiv. Das stimmt aber nicht.
Das ist wie wenn ein kleiner Flo auf einem großen Plakat sitzt, auf einem großen Werbeplakat und denkt, weil er ein paar Pixel übersehen kann, er würde die Werbebotschaft verstehen. Das stimmt nicht. Wir müssen dort eingesetzt werden, wo wir hingehören, und weil wir zu klein sind, brauchen wir Hilfe. Weil wir zu klein sind, müssen wir platziert werden. Und das muss von einer Instanz aus geschehen, die den Überblick hat, die drüber steht, die genug weit rausgezoomt hat. Und das ist eben nicht eine menschliche Instanz, sondern das ist Gott selber, der uns geschaffen hat, der jeden Einzelnen von uns kennt und genau weiß, wozu er uns konstruiert hat. Und das wissen wir aus dem eigenen Erleben. Man kann nie tiefere Befriedigung fühlen als genau dann, wenn man an dem Ort ist, für den man geschaffen ist. Das ist nicht notwendigerweise genau dieser Ort, von dem man immer geträumt hat, aber es ist der Ort, für den man konzipiert ist. Und das ist das, was wirklich Spaß macht. Das ist das, was wirklich modern ist. Das ist das, was wirklich Zukunft hat. Und darum musste ich nie lange nachdenken, als es darum ging, darüber nachzudenken, ja, wie spüre ich mein Leben ein? Auf was gehe ich raus? Unsere Eltern haben immer gesagt, ihr müsst das machen, was euch überzeugt. Und das, was ihr im Herzen drin habt. Und als dann der Moment kam, wo ich genug alt war und mein Leben einspuren konnte, habe ich nach draußen geschaut und gesehen, das ist ja gar nicht besser. Und ganz im Gegenteil. Das ist gut, was ich in den eigenen vier Wänden in unserer Familie erlebt habe, von Kind auf. Und das gilt es weiterzuführen. Und dann macht mein Leben Sinn. Wenn jeder von uns sich selber verwirklichen möchte, wir werden das in diesem Lied darstellen, im Clip, der dazu läuft, ist das wie wenn jeder von uns ein ganzes Bild sein möchte. Und wenn du nachher rauszoomst, jeder ein ganzes wunderbares Bild, und du zoomst raus, da kommt gar nichts zustande. Und man kann das vergleichen, das Rauszoomen mit dem Vergehen der Zeit. Wenn ein paar Jahrhunderte vergehen und man bleibt zurück, dann bleibt nicht mehr das einzelne kleine Bildchen im Blick, sondern das Ganze. Und das ist wichtig, dass wir Vertrauen finden, dass Gott uns richtig platzieren kann und dass seine Herrschaft das Begehrenswerteste ist, was es gibt. Und dass das nichts mit Menschenkontrolle zu tun hat, was wir hier tun, ganz im Gegenteil. Und dass es Verbindlichkeit braucht, dass es Bemessung braucht und all diese Dinge, das sind Schlagworte der Zukunft. Und das müssen wir verstehen und mitgehen jetzt in dieser Welle, in diesem Strom, der jetzt anreißt. Und dann sind wir dabei in den neuen Dingen, die passieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das durchbrechen wird, früher oder später. Die Frage ist nur, sind wir mit dabei? Und das wünsche ich mir eigentlich für euch und für jeden Einzelnen hier drin. Keines von den Geschöpfen Gottes ist autonom konstruiert. Alles gehört zusammen, alles ist vernetzt und alles muss gesteuert sein. Doch die Frage ist, von wem denkst du immer noch allen Ernstes, dass das Hirn des Menschen dazu ausreicht? Alles zu überblicken, was da war, was da ist, was da kommt und was sein wird. Nein! Was da war, was da ist, was da kommt. Doch es gibt eine Zukunft, yeah, für alle, die das verstehen, yeah, für alle, die in Gottes Herrschaft drin nicht einen Zwang, sondern Lebensrettung spüren. Wer sich auflöst im Gesamten, wer sich auflöst, versteht den Lebenssinn, das Ziel, versteht das Ziel. Denn du findest nie zu deinem Selbst, wenn du's nicht wagst, dein falsches Ich zu verlieren. Jedes von den Geschöpfen Gottes ist als Original konzipiert. Doch ist das nicht ein Argument, nur zu tun, was mir gefällt. Denn wenn ein jeder genauso denkt, wird das Chaos endlos sein. Denkst du immer noch allen Ernstes, dass Gottes Herrschaft dir etwas aufzwingt?
was du niemals haben willst. Nein, es läuft nach dem Prinzip, des einen Last ist des anderen Lust, nicht ein Zwang, dem du gehorchen musst. Des einen Last ist des anderen Lust, nicht ein Zwang, dem du gehorchen musst. Doch es gibt eine Zukunft für alle, die das verstehen, für alle, die in Gottes Herrschaft drin nicht einen Zwang, sondern Lebensrettung spüren. Und wer sich auflöst im Gesamten, wer sich auflöst, versteht den Lebenssinn, das Ziel, denn du findest nie zu deinem Selbst, wenn du's nicht wagst, dein falsches Ich zu verlieren. Ja, überall im Sichtbaren leben wir in großer Verbindlichkeit und im Unsichtbaren, da ist Verbindlichkeit unser rotes Tuch. Da zieht es uns alles zusammen, wenn wir nur schon das Wort Verbindlichkeit hören. Doch wie gesagt, im Staatssystem da sind wir ein großer Organismus, wo wir hineingeboren werden. Da beginnt schon, wir müssen melden, wir sind die Eltern melden das, dass ein Kind auf die Welt gekommen ist, damit es registriert ist. Wenn es ein Junge ist und er volljährig wird, nachher muss er bei uns in der Schweiz, wie ihr ja alle wisst, dann ins Militär einrücken. Und wenn ein Marschbefehl kommt, dann muss er einrücken und wenn er nicht kommt, dann gibt es Probleme. Oder wenn wir im Straßenverkehr sind, dort zum Beispiel nur eine rote Ampel, man weiß genau, hier muss man anhalten. Und wenn man drüber fährt, dann gibt es sicher mal eine Buße und höchstwahrscheinlich auch einen Unfall, wo dann gerade noch ein paar andere tangiert werden, wenn wir einfach das machen, was uns passt, wenn wir da nicht dieser Regel, diesem Gesetz verbindlich leben wollen. So herrscht da überall Verbindlichkeit und ich denke, das ist für uns alle klar, dass wir da dem gehorchen, dieser Führung, die auch im Sichtbaren über uns herrscht. Da ist uns klar. Auch in der Natur ist es genau so, dass wir von Naturgesetzen, die einfach herrschen, weil es ein großer Organismus ist, dass wir von denen beherrscht werden. Wie zum Beispiel das Feuer, es ist heiß, da halten wir nicht unsere Hand rein. Oder ins Wasser steigen wir dann, wenn wir schwimmen, also wir ziehen uns Schwimmflügel an, wenn wir nicht schwimmen können, weil wir wissen, wenn wir nicht schwimmen können, dann zieht es uns runter und wir ertrinken. Da ist ganz klar, das befolgen wir. Oder wir säen nicht im Winter, wenn es schneit, da die Samen rein. Wir wissen, es kommt nichts raus und deshalb leben wir dem verbindlich und machen es. Da können wir noch so unseren eigenen Willen durchsetzen, aber es bringt einfach nichts. Und im Unsichtbaren, eben wie gesagt, da... Wie geht es euch, wenn ihr das Wort Verbindlichkeit hört? In vielen zieht es da was zusammen. Nein, ich brauche meine Freiheit, ich will mein eigener Herr sein, ich bin ja erwachsen. Ich kann machen, was ich will, da muss ich mir von niemand irgendwas sagen lassen oder lass mir nur so viel sagen, wie ich selber sehen kann und lebe so, wie es mir gefällt, ohne irgendwelche Verbindlichkeit, wenn es geht. Andererseits hören wir aber auch, eben wie Papa heute früh gesagt hat, er hat da aufgezählt, diese ganzen Scheidungen, diese vielen Süchte und Probleme, diese vielen, auch nur schon alleinerziehenden Mütter, sehen wir, das sind ja eigentlich alles Probleme, die da sind. Und ich habe mich dann gefragt, kann es nicht sein, dass wir da etwas nicht verstanden haben? Einerseits leben wir seit Urzeiten so, dass wir das machen, was uns gefällt, und dann aber auf der anderen Seite sehen wir die Frucht, wie es uns nicht gut geht, wie die Ehen geschieden werden und all das.
Und ich habe das Gefühl, das ist eine Frucht, da haben wir etwas nicht verstanden, weil das muss ja nicht so sein. Und da sind wir uns alle einig, dass es einen Weg gibt, der nicht so sein muss, dass wir, wenn wir verbindlich leben, nehmen wir jetzt zum Beispiel wir als Familie, wir leben nicht nach diesem Prinzip, wo jeder einfach macht, was er will, so wie wir es jetzt in diesen vielen Jahrtausenden gesehen haben, wie wir nicht verbindlich gelebt haben, wir leben das nicht so, wir leben verbindlich unter der Führung Gottes. Und ich denke, so erleben wir deshalb immer mehr Friede, Einheit und Harmonie. Und das kommt eben nicht von ungefähr, sondern weil wir verbindlich seiner Führung leben. Und eben, das denke ich auch eben in der ganzen OCG, erleben wir, wie sobald wir diese Gesetzmäßigkeit seiner Führung uns anvertrauen und dort mitgehen, da erfüllt uns Leben, Kraft und Freude, was wir jedem von euch hier drin wünschen und nicht wünschen, dass wir weiterhin eben diese Folgen tragen müssen, die durch unser unverbindliches Dasein sind. Eben wenn ich jetzt, wir zum Beispiel jetzt auch wir sind immer wieder dran, diese Gesetzmäßigkeiten, diese Verkehrsregeln im Geist, sage ich mal, verstehen zu lernen. Was herrscht da über uns, damit uns nicht immer die Kraft rausgeht? Vielleicht ein paar Beispiele. Eben wenn ein Unfriede kommt, wie geht's euch? Wahrscheinlich, man streitet sich und verzieht sich dann ins Zimmer, man kann sich nicht mehr vertragen und irgendwann kommt man dann wieder raus, anstelle dass man es klärt und dann verträgt man sich wieder und denkt, ja, ist alles gut, aber es ist eben nicht gut. Und nur schon da bleiben wir stehen, weil wir merken, genau dort beginnt es, dass wir zum Beispiel stehen bleiben, verbindlich, nicht einfach davonlaufen, sondern bleiben, bis wieder der Friede ganz da ist. Und dann ist wieder ein Stück mehr Herrlichkeit da, wo sonst einfach wieder ein Stück mehr Tod da ist, sage ich mal. Oder ganz praktische Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel, ich denke, kennt alle die stille Zeit. Für uns ist das lebenswichtig, dass wir am Morgen unsere Zeit mit dem Herrn haben, wo wir eine Berührung mit dem Herrn wieder neu kriegen, wo uns die Kraft für den Tag geweckt wird. Und dann kann man natürlich schon denken, ja nein, komm, also ich möchte nicht früher aufstehen. Anke, und merkt man dann aber genau, die Kraft am Tag, sie fehlt. Wir merken es selber immer wieder, wenn wir denken, ja komm, heute ein bisschen länger schlafen. Denkt man, ja, ist doch egal. Und doch merkt man auf einmal, je länger, je mehr, man wird leer, leer, leer. Das ist einfach so, da kann man nichts dagegen machen. Das ist einfach ein geistliches Naturgesetz, sage ich jetzt mal. Und da kann man schon dem ausweichen, aber die Wirkung wird genauso doch da sein. Oder zum Beispiel leben wir so, dass am Abend, dass wir nie ins Bett gehen, ohne dass wir mit allem auf dem Grund sind, dass wir kein schlechtes Gewissen haben oder weiß ich was, oder irgendwas, was uns trennt. Und zum Beispiel, letztes Mal lag ich im Bett und nachher stieg mir auf einmal hoch, irgendwie, heute habe ich meine kleine Schwester ein bisschen zu sehr angefahren, weil ich es gerade nicht so tragen konnte. Nachher bin ich aufgestanden und habe gesagt, hey, sorry, es tut mir leid, das war nicht gut. Und dann ist wieder frei. Und man kann das auch nicht machen und denken, ja, das muss ich nicht, egal. Aber es wird sich einfach immer dann vermehren und es wird am nächsten Tag wird es dann irgendwas anderes sein und man denkt, ja komm, ist egal. Und dann wird sich das immer schön auswachsen und es wird nie dieses Leben und diese Harmonie dominieren oder die Herrschaft haben unter uns. Und da gibt es ganz viele so praktische Beispiele, die einfach so an uns herrschen und wir können sie beachten und nach denen leben. Und werden die gute Frucht haben, dass wir eben, wie wir es auch untereinander erleben, wie immer mehr Leben und Kraft in unsere Mitte kommt. Oder wir können es nicht machen und es wird so bleiben, wie alles jetzt ist. Und deshalb wollen wir euch einfach dazu ermutigen und wünschen euch auch dieses Leben. Wenn man verbindlich seiner Führung lebt, da gibt es nichts Schöneres. Und eben, ich wünsche euch allen, dass genau bei euch zu Hause, dass es dort beginnt, die Harmonie, die Einheit, der Friede, das Leben reinzukommen. Und eben, ich denke, genau diese kleinen Dinge, die ich zum Beispiel vorhin erwähnt habe, die sind ein Schlüssel dazu, weil eben, wenn wir das alles nicht beachten, es sind wie überall kleine Löcher im Boot. Kann auch denken, ja, das ist ja nur so klein, das macht ja nichts. Aber mit der Zeit wird das Wasser läuft dann halt einfach immer rein, bis das Schiff dann
untergegangen ist. Und das wünschen wir niemandem von euch und wollen euch einfach ermutigen, mit uns reinzukommen und eben gerade auch in der Bemessung diese Verkehrsregeln im Geist verstehen zu lernen und denen wieder verbindlich zu leben und dieses neue Prinzip zu leben, nicht mehr das alte, wo jeder einfach denkt, ja, ich weiß das selber schon gut, und die Frucht weiterhin eben diese vielen Probleme da bleiben, die auch da sind. Ja, und da kann ich wünsche jedem von euch, dass er dieses Leben, diese Kraft erlebt, die wir auch hier in der OCG immer wieder erleben oder auch als Familie, weil wir verbindlich seiner Führung leben. Und ich denke, das ist der Weg, wie wir allen Tod aus der Schöpfung rausschaffen und sein Friede hier alles besiegt. Staatssystem, wo viele Menschen über mich regieren. Steuer, Militär und Schule, alles klar bestimmt. Selbst ein freier Wille ist nicht frei, man zeigt mir Grenzen auf an jedem Ort. Brech ich aus und nenne es Freiheit, folgt die Konsequenz. Ich möchte frei sein, mein eigener Herr sein, doch da gibt's so ein Gesetz. Ich bin hier unten, ja nicht allein. Organismus ruft zur Pflicht. Ich möchte frei sein, mein eigener Herr sein. Doch da gibt's so ein Gesetz, das will verbindliches Leben, sonst kommt es teuer zu stehen. Auf allen Ebenen beherrschen uns organische Gesetze. Sieh doch einmal die Natur an, dort herrscht sie ebenso. Winter mal zu säen, leg ins Feuer deine Hand. Der Organismus wird nicht schweigen, Natur schweigt nicht. Auch im Geiste herrscht es über uns, das organische Gesetz. Auch im Geist sind wir verschmolzen, keiner lebt für sich allein. Kein losgelöstes Leben, keine Unverbindlichkeit. Jeder außerhalb von dem Gesamten zieht uns hin zur Rechenschaft. Ich möchte frei sein, mein eigener Herr sein, doch da gibt's so ein Gesetz. Ich bin hier unten, ja nicht alleine, Organismus ruft zur Pflicht. Ich möchte frei sein, mein eigener Herr sein, doch da gibt's so ein Gesetz, das wir verbinden. Stören wir den Organismus, rennen uns die Schädel ein. Doch Christus selbst will in uns leben, als seinen eigenen Leib. Verbindlich sind wir seine Glieder, ihm allein gehören wir. Was wir selbst von unserem Leib erwarten, ja, so sind wir ihm. Mehr für dich allein, keiner kann sich dem entziehen. Wer es versucht, der macht es allen schwer. Drum lebe in Verbindlichkeit. Komm, mach heute deine Augen auf. Schau das Vorrecht, das der Herr dir gibt. Der höchste Gott will in dir leben. Komm und lass es zu. Ja, du willst frei sein, dein eigener Herr sein. Doch da gibt's so ein Gesetz. Du bist hier unten, ja nicht allein. Freiheit lagert, wo die Kraft und Freude ist. Dich des Lebens Fülle sättigt, wie ein köstliches Gericht. Weißt du, wo der Sinn des Lebens auch für dich zu finden ist? Es ist Gottes Fülle in dir, wenn auch du mit ihm fliehst. Ja, du willst frei sein, dein eigener Herr sein, doch da gibt's so ein Gesetz. Du bist hier unten. Organismus ruft zur Pflicht. Ja, du willst frei sein, dein eigener Herr
dich teuer zu stehen. Ja, Organismus ist einfach Realität. Da gibt es gar keinen Drumherumkommen. Das darf ich schon von ganz klein auf erleben. Ich bin schon von ganz klein auf in die Dienste hineingewachsen, in die Dienste der OCG. Und ich durfte auch ganz praktisch in den Dienst hineinwachsen und durfte schon als kleiner Junge zum Beispiel im Filmstudio mithelfen, Material verwalten, Festplattenstrukturen aufbauen, Inventarlisten von Kisten erstellen und so weiter. Und das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Ich habe richtig Freude gehabt, den Organismus zu unterstützen, eine Unterstützung zu sein. Dann vor 2 Jahren habe ich eine Ausbildung begonnen als Informatiker in Softwareentwicklung mit einer höheren Berufsfachschule, wo man normalerweise in der Welt so sagt, ja, wenn du diese Schule besuchst, hast du keine Freizeit mehr, musst du nur noch lernen. Glücklicherweise durfte ich trotz der schulischen Herausforderungen trotzdem weiter im Dienst wachsen und durfte sogar größere Gebiete übernehmen, wie zum Beispiel die Aufnahmetechnik an unseren Konferenzen, Übersetzungstechnik oder Webseitendesign, Webseitenprogrammierung, Softwareentwicklungen für die Dienstbereiche. Und das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich habe mich da immer voll reingegeben und habe neben diesen Arbeiten auch noch kleinere Arbeiten gemacht. Ja, wenn jemand gekommen ist, dann ja, mache ich da auch noch. Ja, dies auch noch. Und dann eines Tages hatte sich das so geballt, dass ich, dass da alles miteinander gekommen ist. Da hat der Computer vom Bruder gepiept, hat er gefragt, oh, kannst du den noch reparieren? Und da am Tag drauf hatte ich noch eine Semesterprüfung. Am Samstag drauf gab es noch 10 Sprachen, Synchronübersetzungen durchzuplanen, dass noch alles funktioniert. Und dann, oh, es ist schon 7, ich sollte auch zum Abendessen. In einer inneren Totalüberlastung, total am Wühlen, komme ich so mit einer gespielten Gelassenheit so an den Tisch, setze mich so ganz, ja, gespielt hin. Dann auf einmal sagt so meine Schwester, die alles im Überblick hatte, alles bestens war, sagt sie, oh, jetzt fühle ich mich gerade, wie wenn ich voll überlastet wäre. Da mussten sie auch nicht weit suchen. Jedenfalls mussten sie wieder die Mechanismen des Organismus klar machen. Und ich durfte sehen, hey, das ist nicht einfach nur mein Bier, das ist nicht mein Bier, wenn ich bis am Abend in die Nacht hinein im Perfektionismus an Webseiten rumbastle und dieses noch mache, jenes gar nicht mehr ganz auf den Organismus ausgerichtet bin, wenn ich gar nicht mehr die erste Priorität habe, der Geisteskraft zu folgen oder wenn ich alles selber machen will, gar nicht abgebe oder einfach allem zusage, ja, mache ich auch noch, wo gar nicht der Friede da ist. Das ist nicht nur mein Ding, das legt sich als ein Gesamtes auf den Organismus. Und einerseits habe ich das so erschüttert, dass einer alleine den Organismus so direkt steuern kann, dass er den ganzen Organismus unmittelbar runterdrücken kann. Und andererseits hat es mir so eine Begeisterung geweckt, dass es möglich ist, wenn einer alleine den ganzen Organismus runterbringen kann, dass es auch möglich ist, dass einer alleine den ganzen Organismus hochbringen kann und erwecken kann. Und das wurde auch zu einer Lebensvision für mich, gerade auch in Dienstgebieten, wenn es so viel ist, die Geisteskraft auf den Geist ausgerichtet zu sein, auf den Frieden, wie wir es heute schon gehört haben, dies als erste Priorität zu haben und alles diesem Frieden zu unterstellen und so ein Erwecker zu werden durch kompromissloser Geistwandel, kompromissloses Leben nach dem Frieden. Und das begeistert mich enorm und dazu möchte ich auch dich ermutigen und, ja, und auch dazu gewinnen, denn es ist genau deine Prägung, die im Organismus noch fehlt, und so singe ich in meinem Lied, bekehr dich radikal, füg dich in die Gesamtordnung ein, da an deinem Platz, wo du Erweckung sein kannst, da der Platz, der fehlt noch, da steht noch niemand, der den Organismus erwecken kann, und da, das ermutigt mich ungeheim, und für das möchte ich euch motivieren. Freund, ich muss dir etwas sagen. Solange du so unverbindlich im Organismus herumgeisterst, beharrlich deinen Individualismus auslebst und nicht erkennst, dass du nur in der Gesamtordnung des Organismus zu deiner wahren Individualität findest, solange du auch nicht verstehst, dass dein Tun direkte Auswirkungen auf den gesamten Organismus hat, solange fühle ich mich schuldig, dir zu sagen, du zerstörst den Organismus, deine Decke raubt auch uns die Schau. Du bist Fan jedem Leben im Geist,
dein Mangel frisst auch meinen Überfluss. Du drehst nur um dich und steckst den Sinn drin. Merkst du nicht, dass du alle in Ketten hörst? Du zerstörst den Organismus. Merkst auch jetzt, du lebst in Leid. Wache auf, nur so kommen wir gemeinsam hoch. Du allein kannst alle Untergang sein. Genau du steuerst uns, sie sein. Hey, was geisterst du hier um? Bekehr dich radikal und füge ins Gesamte dich ein. Lass ab zu meinen, dem Leib getrennt zu sein. Bringe deine Prägung ins Gesamte ein. Denn nur an deinem Platz kannst du Erweckung für uns sein. Erweckung für uns sein. Ja, genau du bist berufen, den ganzen Organismus zu erwecken. Du allein hast die Macht, den ganzen Organismus hochzubringen. Erkenne, dass genau in deiner Originalität der Schlüssel für die Gesamtvollendung des Organismus liegt. So fühle ich mich schuldig, dir zu sagen, du erwächst nun den Organismus. Den ganzen Leib zu stärken ist dein Job. Als Erstling gehst du allen voran. Ja, durch dein Vorbild ziehen alle nach. Du stehst an deinem Platz und bist Scharfschützengeist. Du scheidest, was dich abhält, das Heil zu sein. Du förderst deinen Nächsten an seinem Platz. Merkst du's jetzt? Du lebst in Leid. Wecke auf, sonst kommen wir nie gemeinsam hoch. Du allein kannst alle Erweckung sein. Genau du steuerst uns, sie sein. Hey, auf was wartest du noch? Bekehr dich radikal und füge ins Gesamte dich ein. Lass ab zu meinen, dem Leib getrennt zu sein. Bringe deine Prägung ins Gesamte ein. Denn nur an deinem Platz kannst du Erweckung für uns sein. Erweckung für uns sein. Wir hatten mal ein einschneidendes Familienerlebnis in unserem Urlaub vor ein paar Jahren. Wir waren da noch ein bisschen kleiner und da hing dann so ein Plakat. Da stand so groß und schön drauf, Delfin-Watching. Also Delfinchen und dann Thunfischfang und das unvergessliche Erlebnis auf Robertos Yacht. Und irgendwie, das hat uns angesprochen. Da dachten wir, das machen wir mal. Haben wir uns auch schon drauf gefreut, so ein paar Tage. Dann kam dann der große Tag. Und es kam dann ganz anders raus. Wir saßen da auf diesem Boot und hat so geschaukelt, wie verrückt, so die Wellen und der Wind. Da war nichts von einem Delfin zu sehen, kein Thunfisch hat angebissen. Dann wurde uns allen noch speiübel, die einen so über der Reling gehängt und so, es war richtig drunter drüber. Es war, ja, am Schluss hat sich angefühlt wie eine Überlebensübung. Wir sind waren froh, dass wir da noch vom Boot runtergekommen sind. Und das ist mir so geblieben, dieser Eindruck, dieses eine Vorstellung, die platzt oder eine Vorfreude, die so durchkreuzt wird, das war ein einschneidendes Erlebnis. Und ich möchte aber heute über genau so etwas sprechen. Was, wenn so ein Erlebnis, eine durchkreuzte Vorstellung, nicht nur ein Ferienerlebnis betrifft, sondern etwas, was unser ganzes Leben betrifft? Und darüber möchte ich sprechen.
Und zwar, ich nenne es jetzt mal das Delfin-Watching der ganzen Christenheit. Auf was wir uns alle freuen, und zwar der Himmel. Wie oft denken wir, ja, juhu, wir kommen in den Himmel, hier unten ist zwar Leid, oben dann die Freude. Und wir stellen uns dann so vor, plötzlich, dass wir dann eben, wir haben Jesus angenommen, haben uns bekehrt und dann plötzlich sind wir im Himmel dann, wenn wir sterben, hier haben wir gelebt, wie wir wollten und dann sind wir plötzlich in Wolken gebettet, plötzlich in paradiesischen Gegenden, so völlig von 0 auf 100, so wie es ja überall hier in der Schöpfung läuft, oder so, man kann es vergleichen wie mit Bumm und dann steht ein Baum da oder Bumm, war gerade noch ein kleines Kind, jetzt steht ein erwachsener Mann da, es hat sich nicht entwickelt, so ganz schnell. So stellen wir uns das vor und auch inhaltlich, wir stellen uns dann vor, paradiesische Gegenden, vielleicht goldene Straßen oder goldene Stadt oder Perlentore, gläsernes Meer, alle schönen Dinge stellen wir uns hier vor. Nur die Frage ist, die ich einfach mal offen stellen möchte, damit wir nicht irgendwann ernüchtern, haben uns denn je Äußerlichkeiten ein Gefühl von Himmel gegeben? Gibt es nicht auch hier unten schon paradiesische Gegenden und wundervolle Bauten, die vielleicht ein Perlentor sogar noch überragen? Und ich denke, es ist so. Man kann hier unten in den schönsten Gegenden sich mies fühlen, gleichzeitig aber auch in Slums oder Armenviertel himmlische Momente erleben, sich super fühlen. Also kann es daran nicht liegen. Ich habe mir auch gedacht, wenn man so auf sein Leben zurückguckt, was ist wirklich, was bleibt schön zurück? Was ist schön? Auch in Erinnerung, es hat nie was mit Äußerlichkeiten zu tun. Wir sind da gleich auch wieder zwei Familienerlebnisse hochgestiegen. Das eine, äußerlich wundervoll, wir waren in Polen an einem Einsatz, wurden dann beherbergt, wie die Fürsten aufgenommen, große Villa. Und dann kamen da so die Platten mit Essen reingebracht und die haben uns unterhalten, Spiele vorbereitet für uns, wollten, dass uns richtig gut geht. Äußerlich war das auch so, aber die Stimmung, da waren Spannungen in der Luft. Es ist uns allen überhaupt nicht schön in Erinnerung geblieben, zurückgeblieben, es war nicht schön. Handgerum kann ich mich an ein Sonntagserlebnis erinnern. Da hat es geregnet in Strömen. Und wir alle, so viele wie hier auf dieser Treppe sitzen, müsst ihr euch jetzt vorstellen, saßen in einem kleinen Wohnmobil. Und da gab es kein Schlechtwetter-Programm. Und wir saßen dann da so drin, oder? Viele Leute, enger Raum, schlechtes Wetter. Was gibt es Mühsameres äußerlich? Da denkt ihr sicher, das war richtig ein misslungener Tag. Aber wenn ich daran zurückdenke, bleibt es mir schön zurück. Es war ein wunderschöner Tag, eine himmlische Atmosphäre. Also hängt es bestimmt nicht an Äußerlichkeiten. Ich habe mir dann auch, als ich das so alles bewegt habe, mal in mein Tagebuch geschrieben, ich glaube, wir könnten auf der schönsten Wolke sitzen, mit Schimmer und Glimmer, Glow. Und wir würden uns deswegen nicht himmlisch fühlen oder im Himmel fühlen, weil wir die Atmosphärenstinker sind. Habe ich da so reingemalt. Und ich sehe es auch so, ich habe es auch dann da so geschrieben, die Menschen haben sich dann so zu Atmosphären über Brücken gemacht, mit Vergnügungen, Lüsten, Attraktionen, allem Möglichen und haben sich so wie einen Scheinhimmel gemacht durch die Äußerlichkeiten. Und hinterher kommt dann doch immer wieder das dunkle Loch, doch wieder das die Leere, die zurückbleibt. Es ist nicht wirklich ein Himmel, es ist eher eine Hölle. So eben, oder die Attraktionen, WM-Attraktion, nachher ist bekannt, WM-Depression. Und dieses Spiel ist es die ganze Zeit. Und darum ist die Frage zuerst mal, gibt es jetzt diesen Himmel? Wo ist der Himmel? Was heißt überhaupt Himmel? Und der Himmel ist eigentlich, steht dafür, dort wo Gott wohnt, die Wohnstätte Gottes, gleich Himmel, das ist der Himmel, dort wo er ist, dort ist es schön. Und das ist auch wirklich gewesen in diesem Wohnmobil, da waren wir in Gottes Gegenwart, er war uns nah, sein Geist war in unserer Mitte, darum war es so schön, das hat das Umfeld ins Paradies verwandelt. Dasselbe Umfeld in einem anderen Moment ist nicht so schön. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns genau die Frage stellen, wo wohnt Gott? Genau, hat er sich jetzt einfach in diesem Wohnmobil wohlgefühlt, bei Regenwetter? Ist es dort, wohnt der Himmel? Oder wo wohnt Gott? Das müssen wir genau wissen. Hat sich der Geist Gottes an die Decke geklebt dort? Oder irgendwas so ein Gebläse geblasen in diesem Wohnmobil. Nein, und ich singe in meinem Lied, Gott wohnt nicht in fremden Sphären oder in fernen Gegenden oder Tempeln. Gott wohnt immer in geheiligten Menschen. Er lebt in uns selber drin. Und das ist die Schlüsselbotschaft, die Kernbotschaft von uns.
Und das haben wir, das singe ich im Lied. Der Himmel zieht seine Kreise durch mein Herz in die Welt. Mein Herz ist das Himmelszelt. Und das haben wir heute jetzt auch in diesem Oratorium schon gehört. Dieser Schlüssel, wie der Himmel in uns beginnt zu wohnen. Und auch der ganze Büchertisch, der ganze Dienst, es ist voll mit Schlüsseln, wie dieser Himmel in uns zu wohnen beginnt und durch uns die Kreise in die Welt zieht. Und so erleben wir es auch in der Familie. Und Papa ist vor vielen Jahren, 30 Jahren, dieser Herrlichkeit Gottes begegnet, diesem Himmel begegnet und ist selber zum Himmel geworden. Und das ist auch so, ich mag mich an eine Situation erinnern, da war ich nicht so drauf. Irgendwas hat bei mir nicht so ganz gepasst. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz an die Details erinnern. Jedenfalls war es so, wir sind uns begegnet. Und es war dann nicht so, dass ich gedacht habe, juhu, ein bisschen Himmel von außen, wenn es schon von innen nicht klappt, so Papa ist hier. Sondern in dem Moment ging es mir nicht gut, weil ich wusste, bei mir passt was nicht. Das hat diese Heiligkeit oder dieser Himmel war ein bisschen wie ein Feuer für mich. Es hat mich wie gebrannt, was mir nicht gepasst hat. Da habe ich gemerkt, der Himmel ist gleichzeitig auch ein Feuer für die Unheiligkeit. Und dort habe ich eine Offenbarung gehabt, nämlich wenn wir von 0 auf 100 im Himmel wären, in Gottes Gegenwart, wir würden uns gar nicht so wohl fühlen. Es wäre uns eine brennende Flamme. Wir würden glatt verbrennen. So singe ich es auch. Ich denke, das ist es genau. Wir müssen wie dieser Baum, der nicht plötzlich explodiert dasteht, in diese Nähe Gottes wachsen dürfen und schleifen lassen, ausschmelzen lassen, dass wir immer mehr in diese Heiligkeit hineinkommen, wo wir in seiner Nähe stehen können und das Allerschönste erleben, den Himmel nämlich. Und ich habe auch schon in der Schule erlebt, ich habe mich auch begonnen zu heiligen, bin auch ein Stück weit Himmel geworden, immer mehr. Und das hat auch in meiner Schule, Klasse, ausgelöst. Was ausgelöst? Es war zum Beispiel in der 8. Klasse mal, da waren wir im Schulverlegungslager, da kamen zwei Klassen zusammen und dann plötzlich an einem Abend hat sich da ist da eine Idee geboren, unter denen einen Striptease-Abend zu machen. Sind sie gerade so in Stimmung gekommen und so. Und dann habe ich einfach so gesagt, ich werde euch das vermiesen. Und zwar nicht, weil ich zu den Lehrern gegangen bin oder irgendwie gesagt, das macht man nicht, sondern einfach nur, weil ich da war. Weil das haben sie nicht mit einberechnet, dass wenn ich da bin, dass es nicht geht. Und genau so war es. Sie haben sich total genervt, dass ich das nur schon gesagt habe. Ich habe nichts gemacht, ich war nur da. Und das hat ihnen so richtig die Stimmung verdorben. Es hat sie gebrannt, würde ich mal jetzt in diesen Worten sagen. Und sie konnten es nicht mehr machen. Da hat vielleicht einer wieder eine Idee gehabt, komm, wir machen es doch in einem anderen Raum da, die kann doch hier bleiben. So. Und es ging nicht. Es war der Strom versiegt, es hat nicht geklappt. Und das ist der Punkt, das ist eine Realität. Dort, wo geheiligte Menschen sind, dort, wo der Himmel ist, dort ist gleichzeitig ein Feuer. Aber wir sind hier, um euch den Himmel zu bringen, zu sagen, steigt mit uns ein, werdet selber zum Himmel in eurem Umfeld, dass der Himmel seine Kreise zieht, dass wir den Himmel auf die Erde holen und nicht nur einfach beten, dass wie im Himmel auf Erden, so auf Erden, sondern leben wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist heute ein Moment, wo wir euch einladen möchten, selber zum Himmel werden und dass euch der Himmel nicht beginnt zu brennen, weil es ist auch da so. Man kann nicht sagen, ja, die Sussex, die gehen jetzt wieder nach Hause, dann ist alles wieder, wie es ist, also quasi in den anderen Raum. Das ist nicht eine Sache des Raumes, es ist die Sache des Zeitalters, dass wir jetzt den Himmel auf die Erde holen. Und davon zeugt mein Lied. Und ich möchte euch dazu einladen, selber den Himmel nicht nur hier zu sehen und zu fühlen, sondern selber mit uns beginnen, den Himmel zu leben. Die Antwort in mein Ohr.
nicht in fremdes Fern oder fernen Gegenden, nicht in Tempeln hinter Mauern. Der Himmel ist die Wohnstätte Gottes und Gott wohnt in uns. Mein Herz ist das Himmelszelt, der Himmel wohnt in mir. Er zieht seine Kreise durch mein Herz in die Welt. Doch mein Herz allein kann nicht für sich selber der Himmel sein, denn wir sind zusammen nur ein Herz. Nur wenn ich mein Herz kenne und heilige, kann ich attestieren, was durch mich durchgeht. Denn du kannst nicht für dich selber vor dich hin leben, ohne dass es durch mich durchgeht. Darum muss ich dir offen sagen, was Himmelsfremdes durch mich durchgeht. Viel zu ungeheiligt leben wir. Seine Heiligkeit brennt wie Feuer, drum lass dich heiligen. Drum lass dich heiligen. Denn jeden Tod besiegen wir. Wir selber sind die Stadt des Himmels. Denn Gott wohnt in uns. Denn Gott wohnt in uns. Denn Gott wohnt. Bleibt noch ein Lied, dann sind wir mit diesem Familienoratorium beim Ziel. Ich versuche daher zusammenzufassen, was wir versucht haben darzustellen und aufzubauen. Es ist jetzt eine Zeit, wo etwas ganz Besonderes geschieht. Ich würde sie mal eine Zeit, eine Einsteigezeit nennen. Gottes Uhr tickt im Jahrtausendetakt. Es war 2000 Jahre her, als diese großen Dinge geschahen, wo Jesus kam und der Geist des Herrn ausgegossen wurde
all diese wunderbaren Dinge geschahen. Wir sind eingestiegen und nicht eingestiegen. Es hat beides gegeben. Das kindische Zeitalter, das vorausgesagt wurde von Jesus und den Aposteln, glauben wir, ist jetzt zu Ende und es geht hinein ins Mannesalter. Das kindische Zeitalter ist das des nochmal Versuchens, es selber zu können. Mensch, der sich selber regieren möchte, anstatt Christus. Antichristus, anstatt dasselbe Wort. Wir haben bewiesen, wie weit wir gekommen sind. Und alles, was wir erzählt haben, das war nur gerade an der Oberfläche gekratzt. Auch die Probleme, die ich als auf uns zukommendes Schicksal des Organismus geschildert habe, nur die alleroberste Peripherie haben wir hier berührt. Und wir sind gekommen, um dem Zeugnis abzulegen, dem man nicht wieder 30 Jahre widerstehen möge. Das sind nur gerade die Anfänge, was wir jetzt sehen. Die Tatsache, dass innerhalb weniger Jahre auch das Schweizer Volk bis zu jeder fünfte Mensch psychisch angeschlagen, psychisch krank ist, das ist erst der Anfang. Das geht noch viel weiter. Organismus ist und bleibt unser Schicksal. In der Unverbindlichkeit waren wir uns gewohnt, die Familien zu verlassen. Vor 100 Jahren hat jeder 50. Vater seine Familie verlassen, heute jeder zweite. Wir können nicht mehr so weitermachen. Es ist jetzt eine Zeit, wo das enden muss. Wir können nicht von zu Hause weglaufen, denn das belastet uns alle in der Staatskasse, in der sogenannten, das sind nämlich wir. Wir müssen aufhören damit, von den Arbeitsstellen wegzulaufen. Das belastet wieder unsere gemeinsame Kasse, verstehen wir das? Wir sind auch gewohnt, heute das eigene Land zu verlassen. Alles verlassen wir, sind unverbindlich. Ein Einwanderungsstrom von einem Land ins andere. Aber siehst du, so wie du vor dir selber nicht weglaufen kannst, es kommt, du nimmst dich mit. Oder du verlässt zwar deine Familie, aber wer weiß es nicht schon, dass das Neue, was man aufbaut, nicht besser ist, es sei, man ändert sich. Wir verlassen die Arbeitsstelle, suchen eine neue. Es ist nur die Frage der Zeit, bis dort wieder kracht, wenn wir uns nicht ändern. Wir verlassen unser Land und denken, wir könnten in einem anderen Land etwas Besseres haben. Aber was ist jetzt, wenn die Globalisierung am Ende ist? Und das ist sie, ganz kurz vor Abschluss. Jetzt kommt die schwierigste Phase. Wisst ihr das? Es gibt jetzt kein Zurück, kein Weglaufen mehr. Es sei, jemand findet irgend auf dem Mars, auf dem Mondenplatz, wenn dir das gelingt. Aber schau, jetzt das Ende des Weglaufens ist die Völkervermischung. Das ist das Ende der Flucht, der Verbindlichkeit. Hier wird das Feuer uns heimsuchen. Und so wie wir auf der einen Seite sehen, wie die Hölle buchstäblich hier unten aufbricht, auf dieser Welt, im ganzen Terrorismus, in allem, was wir uns hier zuleide tun, so braucht es jetzt eine Rettung. Und das ist, wie ich es nochmal zusammenfassend sagen möchte, das ist der Organismus Gottes, wie er ihn gegeben hat, wie er ihn gedacht hat, als Musterbeispiel. Himmel und Hölle müssen sich in dieser Zeit gegenüberstehen, sonst gibt es keine Rettung. Die Hölle wird ihren Teil tun, sie wird die Menschen dahin bringen, dass sie wirklich erkennen müssen, dass du ich und ich du bist, dass wir einander als uns selber lieben lernen. Aber der Ausweg ist nicht auf dem Höllischen, nicht auf dem Zwang, nicht auf der Menschendiktatur, die jetzt kommen wird. Glaubt, es kommt eine massive Zeit. Was ich vor 30 Jahren schon predigte, ist jetzt in diesen Tagen wieder im Radio gekommen. Ich habe gesagt, wenn ihr eure Kinder nicht gottgemäß erzieht, wenn ihr das Rütchen dort vermeidet, wird die Stahlrute des Lebens euch heimsuchen. Letzte Woche im Radio, die Deutschen werden ausgerüstet, Polizei, mit ausfahrbaren Stahlrouten, wisst ihr, weil sie mit der Jugend nicht mehr zurechtkommen. Das ist es, was ich gesagt habe. Jemand muss die Bremse ziehen. Wenn sie es uns verbieten, müssen sie es jetzt halt. Also kommt die Stahlroute des Lebens auf uns zu. Wir schauen dem zu und sagen, wir haben einen besseren Weg gefunden. Ihr könnt es mit der Stahlroute machen. Das, was ihr uns immer vorgeworfen habt, wir würden die Kinder blutig schlagen und ich weiß nicht was alles. Wir hatten von Anfang an einen besseren Weg. Das ist der, den ihr heute gesehen habt. Das ist die Herrlichkeit des Himmels. Ja? Wie es Anni schon gesagt hat, dadurch, dass wir zu Wellenreitern im Geist wurden, mit Gottes Herrschaft, mit Wonne mitgehen, je höher die Wellen, desto wonniger. Das hat die Kinder mit angesteckt. Es ist alles ansteckend. Die Hölle ist ansteckend, das Feuer.
aber auch der Himmel ist ansteckend. Jetzt ist die Zeit der Rettung da. Ich möchte es so zusammenfassen, weil Gottes Uhr im Jahrtausendetakt tickt. Ich studiere jetzt die Bibel seit über 33 Jahren. Ich habe sie weit mehr als 30 Mal für mich selber genau durchstudiert. In Tausenden von Predigten habe ich sie nochmal dutzende Male verarbeitet. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist jetzt diese Zeit da, die sich Friedenszeit nennt, ist der Anbruch. Haben wir ein bisschen theologisch anders erwartet in unseren Köpfen. Aber das Friedensreich, das für 1000 Jahre bestimmt ist, das beginnt genauso, wie wir es heute miteinander bewegt haben. Es ist der Friede, der regiert. Der spürbare, wahrnehme Friede, die Kraft Gottes, das Leben Gottes, der von uns endlich verstanden wird. Das ist die Mündigkeit, das andere Kindische ist vorbei. Das ist das, was jetzt die Vollendung ausmacht. Und da hinein möchten wir, das ist die Einsteigezeit jetzt. Und wenn ich die Bibel recht sehe, in Offenbarung 20,5 steht dann, und für 1000 Jahre werden die Toten nicht fortleben. So heißt es wörtlich im Griechischen, die Toten werden für 1000 Jahre nicht fortleben. Das wäre ein Thema für sich, behandeln wir vielleicht am Rande heute Nachmittag, aber mal so weit möchte ich es gesagt haben. Jetzt, glauben wir, ist diese Zeit zum Einsteigen ins Boot, die Zeit, um in dieser Arche der Neuen heute zu kommen. Ich nenne diese Arche einmal keck und frech die Bemessung. Ja? Steigt ein in die Bemessung, wo alles wieder messbar wird, wo unser Christenstand nicht sagen kann, ich bin Christ, ich bin toller Christ, ein toller Hecht, der Hecht im Karpfenteich, dabei bist du noch nicht mal ein Leugel. Ja? Verstehst du? Wir können das heute messen. Wenn du sagst, ich bin ein toller Christ, dann sagen wir, komm, stell dich aufs Brett, wir gehen zusammen und dann fliegst du auf. Aber das nehmen wir dir nicht übel, wir lehren dich. Wir zeigen dir einfach, wie du wirklich an das rankommst, was du wirklich im Herzen hast. Denn du willst ja ein toller Hecht sein, das sollst du auch. Ja? Da helfen wir dabei. Aber wir sind der festen Überzeugung, jetzt ist Einsteigezeit. Jetzt ist eine Saison. Jetzt ist eine Gelegenheit und wir sagen, verpasst das nicht, kommt jetzt mit. Es gibt jetzt eine Zeit, wo die Toten von den Lebenden geschieden werden. Das heißt, wir müssen da rein und wer nicht einsteigt, winkt irgendwann im Zug hinterher. Der kommt, hält an, fährt weiter, steig ein, wenn du gespürt hast, es ist der Zug, der jetzt da durchgeht. Der nächste kommt dann in 1000 Jahren wieder, würde ich mal interpretieren. Denn wir haben jetzt 1000 Jahre Zeit unter der Herrschaft des spürbaren, wirksamen Friedens, den Tod unter die Füße zu legen. Das ist das Ziel dieses Jahrtausends. Gott arbeitet in Äonen. Diese 1000 Jahre sind dafür gedacht, wer hier nicht einsteigt, glauben wir, er wird wissen, ich hätte einsteigen können. Und das wird eine sehr leidige Geschichte. Nun zum Schluss, die Evangelisten, die jetzt über Jahrhunderte gewirkt haben, die haben bei so vielen Leuten wie heute einfach einen Aufruf gemacht, wer sich bekehren möchte, soll sich auf die Füße stellen. Und dann war es immer wieder so, dass man da und dort ein paar aufstanden und die waren fast ein bisschen beschämt. Die übrigens, die sitzen blieben, haben sich dann vielleicht nicht bekehrt. Zu Hause wurden sie dann eventuell verfolgt oder verketzert irgendwie, verlacht und so weiter. Es war eine mühsame Geschichte. Dabei waren ja diese Evangelisten diejenigen, die uns retten wollten vor dem, was jetzt auf uns gekommen ist. Seht ihr, heute die Zeit ist vorbei. Heute machen wir das anders. Heute mache ich so mit meinem letzten Lied, möchte ich dich aufrufen, wenn du jetzt gespürt hast heute, dass das nicht einfach eine Show war, dass Organismus tatsächlich bei der kleinsten Zelle, bei der Familie beginnt, so ist es nämlich, und du hast gespürt, genau da müssten wir beginnen, und wenn du Vertrauen gefunden hast in das, was du gesehen, gehört, erlebt hast, dann rufen wir dich jetzt auf mit dem letzten Lied, komm in dieselbe Unterordnung, unter diese Herrschaft, unter der wir hier leben und dir dienen. Wir werden dir in allem unentgeltlich dienen, mit ganzem Herzen und mit dir diesen Weg gehen. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt aufstellt während meinem letzten Lied, wenn ihr euch hinter diese Botschaft stellen könnt. Ich möchte, dass wenn ihr das alles bejahen könnt und sagt, doch die Verbindlichkeit, ich will das dabei sein in der Verbindlichkeit, in dem, was wir heute gehört haben, dann bleibt heute sitzen. Heute sollen diejenigen aufstehen in unserer Mitte, die trotz diesem Zeugnis, trotz allem Gehörten und Gesehenen sich sagen, ich möchte bei dem bleiben, was wir haben, das ist schon in Ordnung. Dann stell du dich heute auf die Füße und ich sag's mal ein bisschen so, schäme du dich vor uns. Denn jetzt ist die Zeit da, wo man das annimmt.
Ist das gut so? Also wenn ich, ja. Ich sage nochmal, wenn ich jetzt mein Lied singe, jeder, der mit uns mitkommen möchte auf diesen Weg, bleibe sitzen. Und die anderen, die dagegen sind, die sollen sich zeigen und aufstehen. Am Himmel hoch seh ich ein Licht, es winkt und will mich leiten. Zu Ende sind, sagt es mir zu, die wirren Dunkelheiten, die wirren Dunkelheiten. Sturm gepeitscht und gänzlich ohne Halt, in dunkler Nacht getrieben. Umweht mich nun ein sanfter Wind, das ist des Himmels Frieden. Das ist des Himmels Frieden. Oh, komm, hier wirst du erwartet. Oh, komm, jetzt wird alles neu. Oh, komm, denn nun wirst du befähigt. Oh, komm, sind in Gott deinen Platz. Vergeben ist mir alle Schuld, ich spür all sein Erbarmen. Nach Hause komme ich wie ein Kind und bleib in Vaters Armen. Ich brauche euch und werd gebraucht von allen Christus Gliedern. Auch ich will sein, so wie ihr es singt, in allen euren Liedern, in allen euren Liedern. Oh, komm, hier wirst du erwartet. Oh, komm, jetzt wird alles neu. Oh, komm, denn nun wirst du befähigt. Oh, komm, find in Gott deinen Platz. So wie ich bin und will nicht besser mehr scheinen. Durch Gnade bin ich neu gemacht und darf mich nun vereinen. Ich komm und werde ein Teil von euch. Hierin erfüllt mich Leben. Vor Ihnen
mich neu gemacht, auch ich werde Leben geben, auch ich werde Leben geben. Ja, ich komm, hier werd ich erwartet, ja, ich komm, jetzt wird alles neu. Ja, ich komm, denn nun werd ich befähigt. Ja, ich komm, find in Gott meinen Platz. Ja, ich komm, find in Gott meinen Platz. Ich danke euch herzlich für dieses wunderbare Dokument. Früher waren wir traurig, wenn die Menschen sitzen blieben. Heute sind wir fröhlich. Nun bitte ich aber, lasst uns nicht Worte machen. Lasst uns nicht Worte machen. Wir erwarten wirklich, dass wir zusammen einen Weg gehen, einen wunderbaren Weg. Ich möchte nun die Organisation bitten, nach oben zu kommen. Vielleicht erklärt ihr noch, wir haben da so kleine Kärtchen bereit gemacht, kommt doch bitte und sagt uns zum Schluss noch etwas darüber. Und ich möchte euch einfach sagen, wir lieben euch. Danke, dass ihr da seid.